So, und da sind wir live. Herzlich willkommen, ihr Volleyball-Freaks da draußen. Schön, dass ihr heute Abend zum Tag der Deutschen Einheit eingeschaltet habt. Und ja, der Jan Mayer, mein werter Kollege, hat euch heute wieder spannende Gäste mitgebracht. Freut euch auf 2 Stunden tollen Input. Jan, was hast du heute vorbereitet? Wen hast du eingeladen? Was erwartet uns heute? Herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Es ist der erste Sonntag im Monat. Das fällt heute tatsächlich auf den Tag der Deutschen Einheit. Alle sind beleidigt heute, dass es kein Montag ist, sondern Sonntag und wir alle keinen zusätzlichen Tag haben. Aber nichtsdestotrotz, wir haben heute das Thema Training der Annahmeposition. Und ich habe ja selber auch viel mit Annahme zu tun und befasse mich sehr intensiv damit. Und ich freue mich, dass ich heute auch drei Expertinnen und Experten eingeladen habe, die auch alle zugesagt haben. Das freut mich ganz, ganz besonders zu dem Thema. Ich möchte natürlich Ladies First mit Lisa Thomsen anfangen. Lisa Thomsen hat über 100 Länderspiele für die A-Nationalmannschaft. Ich habe gesehen, dass du so in jedem renommierten Verein in Deutschland warst du schon tätig, warst sogar schon im Ausland tätig. Ich glaube, dreimal deutscher Meister, zweimal Pokalsieger und mittlerweile Head Coach, das ist, glaube ich, ein Neutrum, Head Coach in Münster. Herzlich willkommen, Lisa Thomsen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank für die lieben Worte. Ich freue mich auch dabei sein zu dürfen. Klasse. Dann stelle ich euch den Kai Vogel vor. Kai hat bis in die zweite Bundesliga auch Außenannahme gespielt, ist mittlerweile als Trainer im Raum Köln tätig. Trainiert dort Damenmannschaften und ist jemand, mit dem ich mich neulich unterhalten habe auf einem Camp, der sich sehr damit auseinandersetzt, welche Unterschiede es gibt, wie man trainiert man Annahme bei Männern und Frauen und was ist mit der oberen Annahme und sollte man es nicht doch versuchen oder so. Freue mich super, dass er da ist. Kai Vogel, herzlich willkommen. Auch vielen Dank für die Einladung von meiner Seite. Ich freue mich auf eine spannende Runde. Last but not least, Konstantin Bitter, herzlich willkommen. Du bist so ein bisschen unter meinem Radar über Jahre gewesen. Ich habe mich aber jetzt informiert, du bist schon sehr lange auf sehr hohem Niveau als Co-Trainer unterwegs gewesen in der Schweiz, bringst hoffentlich auch von der Einstellung so ein bisschen hier mit rein. Ich weiß, dass Annahme dein Thema ist. Seit dieser Saison bist du Head Coach in Erfurt, bist nochmal eben schnell deutscher Meister mit Alexandra Weibel geworden im letzten Jahr beim Dresdner SC. Konstantin, auch herzlich willkommen, dass du da bist. Freue mich sehr. Auch von mir, danke für die Einladung und ich freue mich auch auf eine spannende 2 Stunden mit euch zusammen. Das Tolle an der Annahme ist, dass sie sich ständig verändert. Also ich habe ja nächstes Jahr 30-jähriges Trainerjubiläum und ich habe ja schon einige Sachen erlebt. Ja, lange Ärmel gab es früher schon mal und weiße Bälle kenne ich tatsächlich auch noch. Aber ich weiß auch noch, als im Jugendnachwuchsbereich sie alle auf dem 4. Meter standen und alle die Hände hoch hatten. Und dann hieß es, wir pritschen jetzt nur noch alles. Und so mit den Jahren rutschte man dann doch wieder weiter nach hinten und hat dann gesagt, okay, wir bewegen uns doch wieder nach vorne. Die kurzen Bälle müssen wir kriegen. Die Aufschläge wurden immer schneller, immer druckvoller. Gerade diese Sprungflatterdinger dann von 1,90 Frauen von oben nach unten. Da war das dann irgendwie doch schwierig. Ich würde mal eröffnen, indem ich mal Lisa frage. Lisa, du hast auch international gespielt. Wenn du dir Profis anschaust, also Weltklasse-Annahmespieler. Gibt es da Dinge, wo du sagst, das machen die alle gleich, das zeichnet die alle aus? Ja, ich würde schon sagen, dass es da Dinge gibt, die einfach für mich dann auch offensichtlich sind. Ich finde, dass Weltklasse-Annehmerinnen und Annehmer sich super effizient bewegen. Das heißt, man sieht keine Extrabewegung, man sieht keine Schritte vor der Annahme, man sieht wirklich nur das ruhige Beobachten der Flugkurve des Aufschlags und dann die direkte Bewegung auf den Ball zum Annahmeort. Und was ich sehr, sehr wichtig finde und auch immer sehe bei super guten Annahmespielern und Spielerinnen, ein absolut ruhiges Spielbrett und die Schultern sind wirklich immer vorne, um den Winkel zu machen. Macht es aus meiner Sicht auch insofern unglaublich viel Sinn, das, was du gerade schon gesagt hast, dass die Aufschläge immer, immer schneller geworden sind, dass wir da frühzeitig und schnell fertig sind mit dem Spielbrett. Und ja, an Schritten hat man wahrscheinlich mittlerweile nur die Möglichkeit, 1 bis maximal 2 Schritte zu machen.
Das heißt, wir müssen gut und früh da sein und das Spielbrett fertig haben mit dem richtigen Winkel zum Zuspieler, zur Zuspielerin und dann versuchen, was wir an Bewegung noch in den Beinen haben. Aber, und da ist halt wirklich wichtig, dass die Schultern vorne sind, dass wir den Ball kontrollieren können und den richtigen Winkel haben. Und ich finde, dass zusätzlich zu dieser ruhigen und sehr effizienten Bewegung und auch dieses früher einschätzen können, wohin der Ball vom Aufschlag fliegt, dass das erst ermöglicht, das ruhige und effiziente Bewegen. Das sind so Charakteristika, die man bei Weltklasse-Annahmespielern auf jeden Fall ja, bei allen findet. Kai, würdest du sagen, wenn du einen Spieler, eine Spielerin hast und du siehst, die macht vor der Annahme, bevor das Spielbrett steht, macht sie eine lange Bewegung oder sie macht noch eine Vorbewegung, noch viel schlimmer, dieses, ne, ich klappe ihn noch, ich falte mich noch auseinander. Würdest du das sofort angehen? Würdest du das sofort versuchen zu korrigieren? Jein, aber eher sogar mit Ja beantwortet. Und zwar aus dem folgenden Grunde. Ich gehe dann wieder einen Schritt erstmal weg von der Annahme. Es gibt für mich einfach eine wichtige Technik, das ist das untere Zuspiel. Und die Technik, die brauchst du halt, sage ich mal, um überhaupt annehmen zu können, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Bagger annehmen willst. Und deshalb bin ich schon Verfechter dessen, dass man erstmal sehr, sehr gute, solide Grundtechnik hat, egal ob oberes oder unteres Zuspiel. Und das mit der Annahme dann, natürlich dann mit den Schritten und so weiter, das ist ein anderes Thema. Aber ich finde schon, dass man, sag ich mal, einer Spielerin oder einem Spieler, sag ich mal, wichtige Tipps in der Art mitgeben müsste oder sollte, damit die Spielerin, es sind ja oftmals nur kleine, wie du sagst, so kleine Nuancen, ja. Also wenn du jetzt irgendwie halt, du hast es ja beschrieben, wenn du so rausschaufelst da oder so, statt dass du einfach relativ schnell dein Spielbrett gerade machst, ne. Das sind einfach so kleine, wichtige, das sind wirklich Feinheiten und das ist mir extrem wichtig, weil oft beobachtet man dann, dass die Annahme oder eben das untere Zuspiel in dem Fall dann sofort eine ganz andere Qualität bekommt. Also absolut, und da gehört ja auch die Bewegung. Dinge sind einfach extrem entscheidend. Es erfordert eine präzise Beobachtung auch des Spielers, der Spielerin. Und dann natürlich auch den Ehrgeiz und das Engagement des jeweiligen Athleten, das dann auch versuchen umzusetzen. Ich würde aber auch, Entschuldigung, dass ich nochmal aushole, ich würde wahrscheinlich aber niemals, wenn jetzt jemand irgendwie, ich sage es mal ganz wieder fiktiv, wenn jemand so perfekt pritschen kann und das Ding kommt jedes Mal zum Zuspieler vor, würde ich ihn natürlich auch nicht irgendwie jetzt sagen, komm, mach's jetzt mal so, wie es im Regelbuch steht. Ja, also ich versuche da auch gerade im gewissen Alter, ja, wenn du jetzt irgendwie vielleicht schon eben 30 Jahre Volleyball gespielt hast und so, dann machst du die Dinge, die du halt einfach so machst auch. Das kann man sicherlich auch optimieren, ja, aber ich würde wahrscheinlich dann nicht mehr komplett neu eingreifen wollen, wie mit der Jugendspielerin. Ich finde aber, wenn jemand sehr lange spielt, dann versteht er oder sie relativ schnell, wenn du denen sagst, wenn du deine Bewegung minimierst, effizient hat das Lisa gerade genannt, also einfach wenig Bewegung vorher und, da komme ich gleich auch noch drauf, wenig Bewegung hinterher, das verstehen die. Und wenn du denen dann sagst, du wirst weniger Fehler machen, wenn du deine Bewegung effizienter machst, wenn du weniger zum Ball bewegst, und vor allen Dingen, wenn du hinterher auch weniger, also abstoppst, diese Freeze-Geschichte, hold your platform, wie auch immer. Konstantin, würde ich mal an dich weitergeben. Diese Freeze-Technik, ich nenne das jetzt einfach mal so, das heißt, dass ich nach der Ballberührung meine Plattform einen kleinen Moment stehen lasse. Die kam vor ein paar Jahren auf. Wie ist deine Meinung dazu? Aber es kommt unglaublich darauf an, wie, welche Qualität der Aufschlag hat, wie schnell der Aufschlag ist, in welcher, einfach auch die Art des Aufschlages. Wenn ich einfachere Bälle, muss ich mehr aktiv mit dem Ball arbeiten, um ihn kontrollieren zu können und ihm die Richtung zu geben und riskiere sonst mehr Fehler. Einen unglaublich schnellen Ball brauche ich eine Grundspannung, dass ich überhaupt das Tempo halten kann und vielleicht sogar eher wieder dämpfend arbeite, dass der Ball auch auf unserer Seite des Netzes bleibt. Ich würde aber für diese Frage auch ein bisschen zum Basketball zurückgehen, wenn wir da diese ganzen Geschichten des Korbwurfs haben und danach auch dort wieder verfolgen, dass man die Hand stehen lässt nach dem Wurf, damit man eine ruhige Position hat, damit man auch, wenn man den Ball loslässt, nicht noch eine hektische Zusatzbewegung da drin hat und auch ein Feedback hat, ob der Winkel gestimmt hat, ob alles gepasst hat, weil das gerade auch im Training durchaus wertvoll sein kann, um mit Eigenkorrektur zu arbeiten. Absolut. Also das ist das, was, wie ich die Technik, die Plattform stehen zu lassen, eigentlich kennengelernt habe.
dass ich sage, was für eine geniale Möglichkeit, schau mal hinterher dir deine Plattform an. Ist der Winkel, der du spielen wolltest, überhaupt möglich mit dieser Plattform? Und dann das Zweite kam halt, dass man halt, im Männerbereich wird das häufig der Scheibenwischer genannt, den man versuchen sollte zu vermeiden, dass man einfach in der momentan der Berührung die Plattform halt nicht mehr bewegt, um einfach den Raum für Fehler immer kleiner zu machen. Aber ich finde, wie gesagt, das kann man auch erfahrenen Spielern, kann man das, die verstehen das relativ schnell und ist tatsächlich meiner Meinung nach möglich, da noch was zu holen, auf alle Fälle. Und es gibt die verrücktesten Bewegungen. Es kann ja sein, dass jemand in der Erwartungshaltung der Annahme die Hände auf Hüfthöhe hat. Das gibt es ja alles möglich. Ich habe es auf Hüfthöhe und nehme sie dann dahin. Wenn man dem oder derjenigen klar macht, was für eine Bewegung du machen musst, um deine Plattform zu machen, das ist unglaublich schwierig, die schnell zu machen. Und wenn wir in den Männerbereich gehen, wo man ja schon sagt, erst Arme, dann einen Schritt, weil die Bälle einfach viel zu schnell sind, um einen Schritt zu machen. Das ist ja, ich will nur eine Muskelgruppe gleichzeitig benutzen, den Schritt mache ich gerne noch, dann ist es halt umso wichtiger, dass die Plattform super schnell dort ist und natürlich auch genau ist. Steffen, du bist doch Libero. Wie sieht denn deine Bewegung vor und nach der Ballberührung so aus? Oh, das müsste mein Trainer fragen. Das war nicht fragen. Abgesprochen, das ist echt oder gemein. Oder ich müsste nochmal in meine Videos reingucken, wie das bei mir aussieht. Tatsächlich habe ich das gar nicht so im Blick, aber ich versuche auch dann eigentlich in dem Moment zu stehen, wenn der Ball bei mir ist. Aber ich glaube, ich schwinge noch mit den Armen ein bisschen nach teilweise. Also ich habe mich ja auch schon öfter beobachtet, da wir beide nicht weit voneinander weg wohnen. Es ist doch relativ stabil. Okay. Das hast du jetzt nicht gesagt. Sonst hätte er dich aus diesem Meeting geknipst. Nein. Das ist ja die Frage, Männer und Frauen. Ja, ich fange mal mit Kai an. Wie würdest du Frauen und Männer unterschiedlich trainieren in der Annahme? Ganz generell. Spannende Frage. Also du hattest es eingangs ja schon erwähnt. Wir haben ja mittlerweile dann auch die 1,90 großen Frauen, die auf einem 2,24er Netzen Aufschlag machen. Ich spiele ab und an auch wirklich mal aus Interesse gerne mal, wenn die Zeit besteht, bei meinen Mädels mal mit in der Annahme. Und guck mir das Ganze mal an und ich finde es einfach brutal. Ja, es ist einfach ein messerscharf oder wie ein pfeilschneller Ball, der über dieses flache Netz darüber geht. Ich bin es dann von meiner Art, ich habe meistens immer mit Pritschen angenommen, es gab mal so eine kurze Jugendzeit, da hieß es dann, ja, ihr müsst jetzt alle baggern, weil der gepritschte Ball muss ja dann sauber kommen, ne? Und dann hat man ja dann quasi in Kader-Jugend-Jahrgängen hat man da ja mal kurzzeitig als obere Zuspiel nicht mehr in der Annahme benutzt. Durfte man, glaube ich, auch nicht mehr so richtig, weil es ja gepfiffen wurde, ne? Und im Endeffekt gehe ich bei meinen Mädels immer nach vorne und pritsch, ob das irgendwie geht, ja, da fühle ich mich sicher. Aber wie gesagt, es funktioniert bedingt, ja, wegen der Netzhöhe. Und ich würde grundlegend beides trainieren wollen oder beziehungsweise ich mache das bei den Mädels genauso, auch wie bei den Jungs. Ich höre von Frauen dann immer, ja, die Finger tun vielleicht weh oder die könnten abbrechen oder was auch immer. Es ist einfach nur so ein Ding, man muss es einfach mal machen. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt sofort starten würde damit, zu sagen, wir machen jetzt eine Aufschlagannahme, ja, und ihr pritscht jetzt nur Bälle, sondern das beginnt eigentlich schon im Prinzip beim Warmspielen, ja, bei Übungen, ja, dass man einfach auch öfter mal, auch Dankebälle ist ja so ein Thema, wird ja auch immer sehr gerne gebaggert. Letzten Endes sage ich, gut, wenn es jetzt präzise nach vorne geht, klar, aber probiert doch einfach auch mal was anderes. Also ich bin so Fan davon, wie gesagt, ich trainiere im mittleren Bereich. Ich bin total Fan davon, dass die Leute sich da auch ein bisschen ausprobieren und sich auf neue Dinge einlassen. Ja? Und man muss dann einfach auch von Spielerin zu Spielerin schauen, ja, was ist jetzt die geeignete oder die Technik oder die Methode, die sie eigentlich am besten oder mit der sie am angenehmsten ist. Ja? Da sind wir dann beispielsweise auch wieder bei dem Thema, brauche ich schnelle Beine oder brauche ich einfach nur das gerade Spielbrett oder brauche ich beides? Ja, da gibt es ja auch von den zwei bekannten Italienern verschiedene Philosophien. Und ja, es ist sehr, sehr individuell, deswegen kann ich es gar nicht so richtig pauschal beantworten. Ich würde auf jeden Fall Männer auch baggern lassen, auch wenn die gerne pritschen und umgekehrt, sagen wir es mal so. Einfach, um da auch eine neue Idee mal reinzubringen. Ja, letzten Endes entscheidet sich es natürlich immer über das Individuum, was die Person irgendwie gerne mag oder was die besser kann, sage ich mal, im mittleren Bereich. Bloß nicht bei Profis. Ja, da läuft das alles ganz anders. Würdest du denn, Lisa, mal eine Frage an dich, Was könnte denn der Männervolleyball aus der Annahme der Topfrauen lernen?
Ja, also ich finde Annahme Männer, Frauen sowieso super spannendes Thema. Also erstens haben wir natürlich grundsätzlich die zwei Unterschiede Netzhöhe und dann auch, ich nenne es jetzt mal Bereich der perfekten Annahme, der bei Männern größer ist als bei Frauen. Das heißt, wir müssen im Frauenbereich da noch viel, viel genauer annehmen, um ja erstes Tempo spielen zu können und um unsere Kombinationen spielen zu können. Ich glaube aber, dass beide Bereiche unglaublich viel voneinander lernen können, weil ich gerade glaube, dass diese obere Annahme im Frauenbereich ein extrem großes Feld ist, wo noch riesiges Potenzial ist. So langsam kommt es. Ich habe es bei mir selber in meiner eigenen Karriere gesehen. Ich sehe es jetzt immer mehr auch bei Spielerinnen, die bei uns sind, dass es mehr ein Thema ist, dass es auch viel mehr Leute gibt, die das auch tatsächlich, ohne das großartig viel zu machen, auch natürlich einfach auch drin haben. Ich glaube auf der anderen Seite auch, dadurch, dass der Frauenvolleyball schon noch ein bisschen mehr technikorientierter ist als der Männervolleyball, dass gerade wenn es um Annahme der scharfen Jumpflows im Baggern geht, seitliches Baggern, dieses schnelle Spielbrett den Winkel machen, dass da, glaube ich, auch Männervolleyballer noch auch vom Frauenbereich lernen können. Und ja, aus meiner eigenen Karriere, ich habe ziemlich lange, ich glaube bis fast Mitte, Ende 20, habe ich immer gesagt, ich kann nicht oben annehmen. Ich habe viel zu kleine Hände und das funktioniert nicht. Und dann habe ich einen Trainer gehabt, der das immer wieder mit uns im Training gemacht hat und immer wieder hatten wir auch Wiederholungen, wo wir oben annehmen sollten. Und das hat meine Denkweise komplett verändert. Das ist egal, ob du kleine Hände hast, ob du große Hände hast, klar, mit solchen Schaufelbaggern ist das alles noch einfach, aber es ist im Grunde genommen, es ist wirklich nur eine Frage der Technik. Da auch das Einsetzen des ganzen Körpers. Männer sind so groß, so stark athletisch, haben so große Hände, dass sie viel einfach nur aus den Armen rausschaufeln können. Aber Frauen können das genauso gut, indem man durch eine gleichzeitige Streckung von Beinen und Armen und damit dem richtigen Treffpunkt des Balles wunderbar perfekt oben annehmen kann. Und es schafft halt einem einfach viel mehr Freiheiten dadurch, dass man, ja, erstens habe ich schon gesagt, wir haben nicht mehr so viel Zeit und so viel zu bewegen. Es kommen immer mehr entweder die langen Jumpfloats, die in den letzten Meter gehen, die dich eklig oberhalb der Schulter treffen, oder die dann fallen und irgendwo auf 4 Meter droppen. Für die musst du ein bisschen kürzer stehen, weil wenn du da zu lang stehst, den kriegst du nie im Leben. Dadurch kannst du aber, wenn du das regelmäßig trainierst, hast du die Chance auf so, ja, ich sag kein, ein bisschen individuell ist die Startposition, auf 5,5, 6 Meter irgendwo so da, kannst du stehen und kannst die ganz langen Bälle einfach oben wegpritschen und bist dabei immer noch gut und schnell unten für den Aufschlag, der dann wirklich droppt. Oder tatsächlich auch für kurze taktische Aufschläge. Und je variabler man da ist als Annehmer und diese verschiedenen Techniken beherrscht, umso flexibler bist du natürlich auch, um auf verschiedene Aufschläge auch reagieren zu können. Konzi, würdest du sagen, also ich habe immer das Gefühl, dass im Männervolleyball die Annahmespieler deutlich aggressiver sind als die Annahmespielerinnen im Frauenvolleyball. Vielleicht liegt das auch daran, dass Männer immer das Gewicht vorne haben, versuchen, ich pritsche sofort. Ich habe das Gewicht vorne, damit ich gleich zum Pipe gehen kann, weil der Pipeball natürlich unglaublich wichtig geworden ist. Und das Spiel wird ja auch im Frauenbereich immer schneller. Wenn ich sehe, was Felix Koslowski da mittlerweile mit unserer Nationalmannschaft versucht, noch schneller, 1, irgendwas Sekunden über außen. Würdest du sagen, dass das zum Beispiel was ist, was im Frauenbereich noch Potenzial hat, aggressiver in der Annahme zu sein? Ich würde die Aggressivität in der Annahme im Frauenbereich einfach auf einen anderen Punkt legen. Nicht unbedingt dieses nach vorne in den Ball hineingehen mit dem Bein oder mit sofort da so aktiv zu sein, sondern es geht eher um Tracken des Balls. Dass wenn wir in der unteren Annahme arbeiten, dass wir so schnell wie möglich mit der Plattform in die Kurve des Balles kommen, um den Ball aggressiv anzunehmen. Nicht unbedingt dieses Hineinstürzen. Ein großer Unterschied ist schon für mich vielleicht auch vom Bild, dass das gibt, dass wenn wir viel oben annehmen und gleich einen ganzen Dreierriegel in der oberen Annahme stehen haben, dass es aggressiver wirkt, als wenn wir im Frauenvolleyball eher das Bild haben, dass jemand mal oben annimmt und die anderen zwei zum Beispiel das ausgleichen und tiefer stehen.
Das hatten wir ja letztes Jahr mit Stuttgart im zweiten Teil der Saison, in der Mlenko war, beispielsweise deutlich kürzer stand, sehr viele Bälle oben angenommen hat und die anderen zwei haben das deutlich ausgeglichen, indem dass sie die Schnittstellen und die langen Bälle auch mal übernommen haben und in der Unterannahme gearbeitet haben. Also solche, ich würde es, nennen wir es mal Hybridsysteme. Ja. Ich denke, da kann man schon sehr viel machen und das interessant auch gestalten. Ansonsten, was die Aggressivität betrifft, glaube ich, dass wir das bei den Frauen genauso brauchen. Aber wenn wir das international anschauen, hat man schon sehr viel diese Rückwärtsbewegung mit dem Ball, weil der Ball doch sehr, sehr schnell ist, sehr, sehr schnell floatet. Man dadurch einfach einen Tick vielleicht von der Wahrnehmung mehr die Möglichkeit hat, den Float besser wahrzunehmen, um die Hände in die Kurve zu kriegen. Aber dort ist es sehr, sehr wesentlich, dass die Arme niemals hinter dem Körper arbeiten, sondern immer in die Flugkurve hineingreifen. Ja, das ist dieses Passing in the line of serve, das, was die Amerikaner halt auch ganz groß proklamieren. Kai, was würdest du denn sagen, was können denn die Männer von der Frauenannahme lernen? Wir reden immer davon, dass die Männer alles pritschen oder haben die Frauen Potenzial? Wie ist das denn andersrum? Das ist auch wieder eine schwierige Frage. Ich glaube, dass das, was gerade auch, es ist ein bisschen so eine Krux, weil das, was die Lisa angesprochen hatte, war eigentlich extrem entscheidend schon wieder. Und zwar, die Männer haben so eine große Athletik im Vergleich zu einer Frau. Ja, die können auch tatsächlich mal, und das finde ich ist auch sehr beobachtend, auch wieder auf mittlerem Niveau, da ist die Technik gar nicht mehr eigentlich so im Fokus, sondern da wird vielleicht auch mal ein Ball, dann ich sage jetzt mal, der fliegt hier irgendwo links an mir vorbei, dann, ich sage mal bewusst, ich pritsche ihn halt mal noch so schnell zum Zuspieler vor. Ne? Irgendwie. Und ich finde, dass diese Präzision, die man eigentlich beim Frauenvolleyball hat, ja, auch diese ganzen Bewegungen mit den schnellen Beinen, von denen wir gerade gesprochen haben, von der Vorwärts-Rückwärts-Bewegung etc. pp., dass da Männer eigentlich schon noch einiges aufholen sollten, können, dürfen. Weil letzten Endes muss ich sagen, es ist auch ein schöner Sport. Jetzt mal unabhängig von der Effizienz, dass man gewinnen möchte. Aber es ist manchmal schon wirklich, wie du es auch vorhin mit der Bezirksliga mal kurz angesprochen hast, es ist manchmal schon sehr, sehr irrsinnig, was man da so sieht. Ja. Aber es funktioniert ja dann doch irgendwie, weil die Jungs halt einfach irgendwie so stämmig, so breit und irgendwie was machen können. Und der Zuspieler verteilt dann den Ball auch irgendwo, selbst ab der Angriffslinie noch. Ja. Da wünsche ich mir bei den Männern ein bisschen mehr, ich sag mal wirklich Technik und Präzision, vor allem im mittleren Bereich. Und dazu kommt noch, dass die Box, also der Bereich, wo man, was man als perfekte Annahme betrifft, bei den Männern halt auch größer ist. Dass du halt sagst, also mit dem Zuspiel spiele ich halt immer noch jeden Ball und ich spiele immer noch jedes erste Tempo, was ich will. Wobei man eventuell dann im Frauenbereich schon sagen würde, eine Doppelplus ist das nicht mehr für mich. Ja, und bei den Männern wird dann schon irgendeiner reinwerfen, dann zum Gegner, klar. Ja. Steffen, wir haben Fragen, sagst du? Genau. Einmal, vielleicht schon mal als Anreiz, wir haben auf Facebook gerade aktuell 40 Teilnehmer, die zugucken. Wir haben aber nur 11 Likes, also lasst mal auf jeden Fall mal ein paar Likes da, weil durch Likes, Shares, also teilt es auch gerne oder kommentiert, bekommen wir mehr Reichweite und es kommen noch mehr Volleyballer, Volleyballerinnen, Trainer, Trainerinnen von unserem Format hier mit und können auch was mitnehmen. Deswegen lasst mal gut Interaktion da, damit wir vom Algorithmus ein bisschen mehr Reichweite belohnt werden. Und nun zu den Fragen. Einmal auf Facebook fragt der Roman, mich würde interessieren, wie ihr die Annahme von U14 bis U18 lehren würdet, um sie auf die Zukunft, in Anführungszeichen, vorzubereiten. So, wir haben möchte immer jemand spontan? Wir haben immer unseren Zufallsgenerator, das ist Steffen. Ansonsten nehme ich den Konstantin, der ist auf der anderen Seite bei mir. Ich denke, das Wesentlichste ist, dass man das, was man später sehen möchte, auch von Anfang an auch trainiert. Nicht immer anfangen mit 10.000 Dingen, die wir am Ende irgendwann gar nicht brauchen. Also so diese Keypoints, dass die Plattformarbeit, das Öffnen, dass wir nicht beginnen, mehr als 2 Schritte zu machen in der Annahme. Ich hab jetzt auch wieder die Erfahrung machen dürfen, mit Spielern zu arbeiten, die zum Teil versuchen, bis hinter den Ball zu laufen und das sind zum Teil 3-4 Meter und das ist unmöglich auf dem Niveau, auf dem wir spielen. Das heißt, für mich ist das Wesentlichste, dass wir sehr früh anfangen, mit seitlicher Annahme zu arbeiten, dass wir anfangen, wie du es vorhin genannt hast, dass wir, ich nenne es Tracken des Balles, dass wir so schnell wie möglich mit der Plattform in die Flugkurve des Balles kommen und den Ball vor den Schultern spielen
und niemals hinter dem Körper. Das sind so für mich die wesentlichsten Dinge. Mehr Beinarbeit als diese zwei Schritte ist einfach nicht realistisch. Und deshalb würde ich das auch nicht trainieren. Das sieht man aber viel, dass man versucht, immer hinter dem Ball zu laufen. Und ich mag das in diesem Sinne deshalb nicht, weil wir es später auch nicht schaffen. Wunderbar, dass wir dieses Thema Plattform hier sofort so präsent haben. Denn eine schnelle Plattform ist alles. Und es gibt immer wieder auch Trainer und Trainerinnen, die sagen, ja, nicht zu früh zusammen, sondern es gibt ja verschiedene Techniken, wie ich seitwärts erst einen Arm, dann den anderen. Das sind ganze Philosophien, die da teilweise aneinander. Nichts ist falsch, aber es geht darum, schnell. Und ich, was Kai vorhin sagte, und wenn ich vorher einen Purzelbaum mache, ist es mir egal, wenn meine Plattform super schnell ist, dann ist es mir egal. Nur es gibt natürlich, gute Technik heißt für mich, ich mache mir etwas einfacher. Das heißt, gute Technik heißt, es ist einfacher für mich, mir gehen weniger Bälle weg, gerade seitlich, es gehen weniger weg, weil ich einfach schneller bin, weil ich mit meinen Schultern besser arbeite, weil ich auch mit meiner Körperachse vielleicht noch zu den Schultern noch arbeiten kann und das schnell machen kann. Das finde ich extrem wichtig. Steffen, haben wir da noch was Ergänzendes dazu? Nochmal bitte? Zu Konstantin hätte ich noch was Ergänzendes gehabt, ist eigentlich ein bisschen erweitert eher auf diese Zuschauerfrage, weil es ja auch um 14-jährige Spielerinnen und Spieler ging. Ich finde persönlich noch extrem wichtig, ist nicht das Thema Annahme als solches, aber dass man einfach auch die Kids, sage ich mal, egal ob das mal später ein Mittelblogger wird oder ein Zuspieler, dass die das eben auch alle machen, ja, dass die Techniken alle lernen, nicht nur die Auserwählten. Absolut. Ich sage nur Libero. Ein Libero spielt Libero, weil er besser annimmt als die Mitte. So, ich habe das Glück gehabt, dass ich vor ein paar Jahren noch Christina Benecke in der Mannschaft hatte. Die hatte als Mittelblock noch Annahme gelernt. So, und ja, die konnte halt auch annehmen. Und schon hat man dann die Diskussion da. Nehme ich die Libero wieder raus? Also das ist großartig, danke. Und die meisten, noch mein Thema, viele Mittelblocker spielen übrigens Beach im Sommer. Und die nehmen den ganzen Sommer an. Ich finde auch super spannend, was Kai ganz am Anfang gesagt hat. Da hat er nämlich die Grundlagen angesprochen, und zwar auch das Zuspiel. Und es kommt auch durchaus mal im Spiel vor, dass ein Mittelblocker zuspielen muss und dann auch gerne mal im Baggern. Und da passieren auch die wunderbarsten Dinge. Und jemand, der Annahme gelernt hat, der alle Techniken gelernt hat, der beherrscht dann auch ein gutes unteres Zuspiel und der kann dann so einen Ball kontrollieren. Und es war selber bei mir mal so im Playoff-Viertelfinale irgendwann mal gegen Suhl, als ich in Schwerin gespielt habe. Matchpoint für Suhl, und damit wären wir mit Schwerin raus gewesen. Unteres Zuspiel vom Mittelblocker, und die schiebt den einfach quer auf die andere Seite bei uns, fast an die 3-Meter-Linie ins Aus. Am Ende haben wir dadurch das Spiel noch gewonnen. Wenn sie den Ball in der Transition gemacht hätten durch ein vernünftiges Zuspiel, wären wir raus gewesen. Da sieht man mal wieder, wie wichtig so ein Ball sein kann und wie wichtig diese Grundlagentechniken sind. Vor allen Dingen das Feldzuspiel mit Mittelblockern, wenn man so klassisch spielt, auch das Feldzuspiel zu trainieren mit Mittelblockern. Nicht immer nur mit dem Libero, macht Sinn. Aber es ist leider so, eine von 12 Rotationen ist dieser Mittelblocker häufig auch fürs Feldzuspiel zuständig, wenn ihr das nicht direkt dann übernehmen lässt. Aber es kann halt passieren. Absolut. Super. Jetzt kommen noch weitere Fragen rein. Her damit. Einmal hier in unserem Zoom-Meeting möchte Anna wissen, was würdet ihr im Training machen, damit Spielerinnen den Ball und seine Flugkurve schneller, besser lesen können? Finde ich auch eine sehr interessante Frage. Diesmal darf die Lisa anfangen. Ja, das ist wirklich ein sehr, 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 sehr spannendes Thema, und man kann da mit unterschiedlichsten Übungen rangehen und natürlich auch mit unterschiedlichsten Geschwindigkeiten. Ich finde aber auch nicht nur wichtig, dass man es tatsächlich in der Halle immer wieder trainiert. Und wir machen auch in unserem Bereich machen wir noch so Geschichten wie leichte Aufschläge, und der Ball muss zwischen den Beinen aufkommen. Und da haben wir auch noch zum Teil große Probleme. Und dieses Lesen der Flugkurve ist auch bei uns noch ein extrem großes Thema. Also sicherlich etwas, was mit am längsten Zeit braucht, weil es auch einfach diese Erfahrung braucht und dieses 1.000, 10.000 Bälle auf sich zukommen gesehen zu haben.
Das heißt, es ist eine Sache, die wirklich Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung bedarf. Ich finde aber auch ganz wichtig, um die Flugkurve zu lesen, dass man versucht, Zeit zu gewinnen. Das heißt, den Aufschläger richtig zu beobachten. Wie läuft die Aufschlägerin an? Wo trifft sie? Wo trifft sie den Ball? Tatsächlich trifft sie den Ball mehr von unten. Ist es eine Aufschlägerin, die den von oben nach unten schlagen kann? Wie ist die Schulterachse ausgerichtet? Richtet sie sich gegen Richtung 1, Richtung 5? Da sind so viele Informationen, und das ist meine Erfahrung, dass das im Volleyball sehr wenig beigebracht wird, zu welchem Zeitpunkt man wohin gucken muss, um diese Informationen, und das ist nicht nur Annahme, das ist auch Abwehr, den Angreifer angucken, um die richtigen Informationen rausziehen zu können, damit man gewisse Zeitvorteile sich erarbeiten kann. Und das sind die Grundlagen, um die Flugkurve gut einschätzen zu können. Eine andere Sache, die ich unglaublich wichtig finde und die ich auch Richtung Ende meiner Karriere durch einen Trainer lernen durfte, ist die Höhe der Flugkurve. Wenn der Ball das Netz überquert, kann ziemlich viel darüber aussagen. Jetzt reden wir mal von einem Jump-Float-Aufschlag zum Beispiel, kann ziemlich viel darüber aussagen, ob der Ball eher kürzer kommt oder ob der Ball eher länger kommt. Das heißt, wenn wir jetzt mal sagen, von einem Aufschlag, der am Netz die Höhe von der Antenne hat, der wird nie auf 4 oder 5 Meter fallen, außer es ist wirklich so eine Bogenlampe. Aber einer, der mit einem gewissen Tempo gespielt wird, der wird eher in die letzten 2, 3 Meter des Feldes kommen. Dagegen ein Jumpfloat, der so knapp über die Netzkante fliegt, wenn er nicht mit super viel Speed gemacht wird, sodass er noch die letzten 2, 3 Meter erreicht, der wird eher auf 6, 7 Meter oder sogar als Drop-Aufschlag bei uns im Feld landen. Das ist dann wieder ein Indikator, wo man sagen kann, okay, die Höhe am Netz gibt mir eine Hilfestellung, wo der Ball im Feld am Ende landet. Und das zu beobachten, dass da die richtigen Informationen rauszuziehen, gibt einem einfach die Möglichkeit, Zeit zu gewinnen. Und ansonsten ist dieses Flugkurvenbeobachten, auch Mittelblocker im Block von der Zuspielerin, wo kommt der Ball runter, wo muss ich blocken, das ist wirklich machen, 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 Wiederholung, Wiederholung, Erfahrung. Und zudem würde ich auch immer raten, guckt euch Sachen auch am Video an. Guckt euch, stoppt das Video, sagt für euch im Kopf, okay, der geht dahin, dann guckt euch das Video an, ob ihr recht hattet, dann wiederholt ihr es nochmal, wo Anhaltspunkte waren, warum ihr vielleicht falsch lagt. Solche Sachen würde ich vorschlagen, und die versuchen wir auch immer hier umzusetzen. Konsti, wie würdest du das trainieren? Ich finde, die Schwierigkeit dabei ist immer, man kann den Leuten, seinem Team das erklären, man kann das zusammenarbeiten, aber ob die wirklich dann dabei sind, kriegt man immer nicht so wirklich mit. Man kriegt nicht mit, denken die jetzt gerade oder denken sie gerade gleich, ich gehe gleich duschen und nachher muss ich noch irgendwo hin. Was für Tricks hast du vielleicht, Wahrnehmung zu trainieren, um den Leuten auch wirklich das aus der Defensive zu locken? Ja, ich muss schon sagen, dass diese Frage eine unglaublich gute Frage ist, weil ich finde, es ist eine der schwierigsten Dinge zu trainieren, auch auf Profiniveau. Ich glaube, dass tatsächlich das auch sehr unterschiedlich ist von Person zu Person, was das Talent der Wahrnehmung betrifft, was diese koordinative Fähigkeiten betrifft. Und jemand, der mehr Mühe hat, braucht einfach auch mehr Zeit. Also nur zu sagen, die perfekte Übung zu finden, wird es vielleicht nicht einfach nur so im Fingerschnipsen schneller machen, sondern es wird auch dann viele Wiederholungen brauchen, dass sich dieses Gefühl und dieses Verstehen und dieses Beobachten, ich sag mal, etabliert. Was ich sehr spannend finde, ist, was ist denn mit den Leuten im Annahmetraining, die gerade nichts machen? Dort sehe ich das Potenzial. Ich habe das mal mit Andreas Renneberg, haben wir lange drüber gesprochen, und Renne hatte eine coole Idee, die ich da aufgreifen würde. Was machen die Spieler, die Pause machen? Die können sich hinter dem Annahmespieler positionieren. Und wenn sie selber keine Annahme spielen, können sie zum Beispiel durch Handbewegungen zeigen, wie sie einschätzen, auf welcher Seite sie den Ball spielen würden. Würden sie nach links öffnen, würden sie nach rechts öffnen? Einfach um zu trainieren, nur die Wahrnehmung zu trainieren, ohne aktiv als Spieler auch eine Bewegung ausführen zu müssen. Wäre zum Beispiel etwas, das man hinzufügen könnte für die, die gerade nicht aktiv dabei sind, dass sie doch etwas an etwas arbeiten, gerade in dem Bereich.
Es gibt von John Dunning ein Video von 2014. John Dunning hat Stanford trainiert, ich glaube 20 Jahre oder sowas. Und er erzählt dieses Deep Short Mind Konzept fürs Training, was ich seit Jahren großartig finde und was man auch auf Deutsch mit Lang, Kurz und Ich komplett übernehmen kann. Da geht es jetzt nämlich darum, dass die Leute laut rufen, was sie glauben, was dieser Aufschlag ist. Das heißt, der Aufschlag wird geschlagen und ich nehme alles zusammen. Ich nehme, was Lisa gesagt hat, ich nehme meine Wahrnehmung, wie schlägt diese Spielerin gerade auf, wie bewegt sie sich, was macht die Schulter. Und dann versuche ich, bis der Ball die Netzkante erreicht, eine Aussage zu treffen. Kommt der lang, kommt der kurz oder kommt er direkt auf mich? Und da kann man wirklich, wenn man das ein bisschen trainiert, kann man nicht nur Erfolge erzielen, dass die Leute immer besser werden, darin das zu erkennen. Das geht am Anfang richtig schief, völlig klar, weil sie das gar nicht gewohnt sind. Aber mit der Zeit merkt man, dass die Leute tatsächlich besser werden. Und als Trainer habt ihr, Trainer, habt ihr den riesen Vorteil, ihr kriegt sofort mit, wenn die Leute im Training da nur stehen und geistig im Leerlauf sind. Ich übertreibe das jetzt natürlich. Sondern wenn jemand eine klare Entscheidung trifft und die ruft, dann wisst ihr, er oder sie arbeitet gerade genau in dem Bereich. Also ich habe da super Erfolge mitgemacht und ich mache das auch gerne in meinen Annahme-Workshops, bringe ich das immer mit rein. Und diese wenigsten Mannschaften sagen hinterher, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ihr auch sofort richtig Rambazamba im Training habt, wenn alle drei Annahmespieler laut rufen, was sie sehen, was sie glauben zu sehen. Das ist wirklich eine spannende Sache. Ich glaube, das kriegt man auch so, Art of Coaching Volleyball 2014, John Dunning, Deep Short Mind. Einfach mal sich das anschauen, kann ich nur empfehlen, zur Horizonterweiterung, einfach es mal zu probieren. Ich finde es extrem wichtig, was du gesagt hast, dass man auch wirklich, ich sage jetzt mal, eine Entscheidung auch trifft, weil das ist nämlich, das sind Millisekunden, bevor du dann mit deinem Körper dich zum Ball bewegst beispielsweise. Im Kopf muss die Entscheidung kommen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich muss einfach auch entscheiden, wenn ich mich falsch entschieden habe, dann ist es vielleicht auch mal so, ja. Dann ist die Annahme vielleicht nicht gut. Oder ich schätze den Ball schlecht ein, denke, er kommt lang, kommt nicht lang, wie auch immer. Aber eben, ich muss Entscheidungen im Kopf treffen und dann auch handeln. Das ist das extrem Wichtige, finde ich. Deswegen dieses Thema Entscheidung, das ist wirklich so eine psychologische Geschichte da oben, die ist extrem wichtig. Und nochmal zu diesem Deep Short Mind. Also, dass ich Spieler, Spielerinnen einfach dazu, das heißt zwinge, aber ich als Coach möchte hören, ob du dabei bist. Ich möchte wissen, ob du da gerade was tust. Das geht beim Mittelblock genauso. Dass der Mittelblock einfach sagt, was er sieht, was er glaubt, wo der Ball hingeht, bevor er diese Bewegung macht. Und schon habt ihr das Feedback und merkt auch, wo euer Spieler, eure Spielerin gerade in dem Moment ist. Kann man auch viele Sachen übernehmen. Finde ich eine ganz spannende Sache, damit rumzuprobieren. Das geht da sicherlich auch mal schief, ja. Aber das ist definitiv ein Bereich, wo man arbeiten kann und Potenzial hat. Ich finde es auch wichtig, dass man dann so eine genügende, auch eine Lockerheit hat in der Annahme, dass man dann irgendwie nicht verkrampft. Oder ich höre auch manchmal im mittleren Bereich dann, Mensch, jetzt habe ich eine Annahme nicht gut gemacht und hoffentlich geht der nächste Aufschlag nicht auf mich so. Ne? Diese Themen gehen da ja so langsam los. Erstmal natürlich sowieso erstmal motiviert und überzeugt auch von dem sein, was man tut, so generell. Ja, aber auch wirklich wichtig, nebst der Beobachtung einfach, eben dieses Wollen, das zu machen, ja, und einfach mal, finde ich auch extrem wichtig, einfach mal auch das Probieren, und es ist völlig egal, ob es dann schief geht oder so, deswegen trainiert man ja auch. Steffen, wir haben weitere Fragen. Oh, Lisa hat gerade Luft geholt, Entschuldigung. Ja, ich finde, das ist auch ein absolut spannender Bereich, den Kai jetzt gerade angesprochen hat, ist diese mentale Komponente, die bei der Annahme noch mit reinkommt. Weil das ist das Element im Volleyball, was immer passiert, nachdem die eigene Mannschaft einen Fehler gemacht hat. Das heißt, du hast immer wieder diese Fehlerkomponente und dieses dran denken, was ist im letzten Ball passiert, was ist in den letzten paar Wellen passiert, was habe ich vielleicht gerade verbockt. Mit dem wieder fokussieren auf den nächsten Ball und dieses mutig zu sein, Entscheidungen zu treffen, weil das spielt sich 90-95% spielt sich das im Kopf ab. Und die Leute können Annahme, die können auch die Technik, aber es ist dann wirklich diese mentale Komponente. Und ich bin da ein ganz, ganz großer Verfechter davon,
davon, dass du das auch trainieren musst, diese mentale Komponente trainieren musst. Da haben wir natürlich im Profibereich auch einfach den Vorteil, wir haben die Zeit in Anführungsstrichen oder wir wenden sie auch auf und die wende ich auch gerne auf, um in diesen mentalen Komponenten mit Sportpsychologen zu arbeiten. Und ich selber finde das aber auch unfassbar wichtig, die Mädels so zu coachen, dass die nur an das Hier und Jetzt denken. Weil an die Bälle, der Vergangene und erst recht der davor und die letzten drei, das kannst du nicht mehr verändern. Das Einzige, was du bestimmen kannst, ist, was im nächsten Ball passiert. Und wenn du dich nur darauf fokussierst, was du als nächstes machen musst und dann für dich deine Keywords durchgehen, was für dich wichtig ist in der Annahme, was dir immer geholfen hat in der Annahme, an die zwei, drei Punkte zu denken, das hilft dir dabei, den nächsten Ball gut zu machen. Weil wenn wir dran denken, was in den letzten Bällen passiert ist, dann kommt das, was Kai gesagt hat. Man hat Angst, den nächsten Aufschlag zu bekommen. Das Gleiche passiert ist, wenn man, was ist in 5 Punkten? Was ist, wenn wir diesen Satz verlieren? Was ist, wenn wir dieses Spiel verlieren? Auch dann kommt wieder die Angst und die Nervosität. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die du hast, ist, im Hier und Jetzt zu bleiben und dich nur auf den nächsten Ball, auf deine nächste Aktion zu konzentrieren und dran zu denken, okay, an was muss ich mich erinnern, an was muss ich denken, damit die nächste Annahme eine gute wird. Und auch weg von dem, zusätzlich auch weg von dem Gedanken, die letzte Annahme war vielleicht Doppelminus, also habe ich direkt einen Ass kassiert, jetzt muss die nächste Doppelplus sein. Warum? Versuch erstmal gute Aktionen hinzukriegen und nicht in 2 Extremen zu sein, dass du direkten Fehler und perfekte Annahme hast, sondern versuche erstmal den nächsten gut zu machen. Mach den nächsten kontrolliert auf die 3-Meter-Linie, taste dich da langsam wieder ran. Das ist auch so eine Sache, dass wir dann, ich glaube gerade im Frauenbereich, dass der Einzelne auch sehr viel von sich immer erwarten und dann wird es natürlich schwer, den Erwartungen auch gerecht zu werden. Und auch da ist mir persönlich das wichtig, beizubringen, da dann auch erstmal dahin zu gehen, die Annahme zu kontrollieren, sie sicher auf unserer Seite zu halten, sie spielbar auf unserer Seite zu halten und sich langsam wieder ranzutasten, eine Plusannahme zu haben oder dann auch wieder eine Doppelplusannahme zu haben. Du hast gerade was ganz Interessantes gesagt, was eine Eigenart der Annahme ist. Man nimmt an, nach einem Fehler oder der Gegner hat das Ding einfach reingesemmelt bei uns, also man nimmt es an nach einem Spielzugverlust, ja. Was noch dazu kommt, wenn du es richtig gut machst, Lisa, dann darfst du nicht nochmal. Das ist verrückt bei der Annahme. Wenn man sich diese Situation, also wenn ich die Annahme richtig gut mache und es klappt, dann sind wir nicht mehr in der Annahme. Und das finde ich eine ganz spannende Sache an dieser ganzen Situation, was die Annahme betrifft. Super, dass du es erwähnt hast. Ja, du kommst in die Annahme, wenn ihr gerade einen Fehler gemacht habt, wenn ihr gerade einen Punkt verloren habt. Steffen, wir haben noch Fragen. Ja, so genau. Es häuft sich. Aber das soll auch eine Aufforderung sein. Stellt ruhig noch mehr Fragen. Wir haben hier mit Jan Meyer zusammen 4 Experten sitzen, ja, die euch quasi die Fragen beantworten können. Ihr könnt natürlich auch sagen, hey Jan, beantworte mir eine Frage oder hey Lisa, beantworte mir eine Frage. Ansonsten mache ich den Zufallsgenerator. Und zwar Dass wir die 3 hier haben. Ich kann immer nur, nicht immer den Mund halten. Alles gut. Auf YouTube hat der Bennett nämlich gefragt, gibt es irgendwelche Tricks, damit ihr mehr ruft? Bei mir ist es das Problem, dass ich hochkonzentriert bin und vergesse zu rufen. Und ich glaube, der Kai hat lange, war noch nicht dran, mein Zufallsgenerator. Ja, eigentlich jetzt auch tatsächlich, ohne dass die Frage gekommen wäre, auch so ein Thema, die Kommunikation. Ja, Kommunikation aus dem Feld, das A und O, ja. Egal ob Frau oder Mann, das ist völlig wurscht. Dann nehmen wir Mixed Volleyball, da ist die Kommunikation auch wichtig. Ich bin auch tatsächlich eher ein ruhiger Spieler. Ja, also wie eingangs von mir schon erwähnt, es gibt ja, oder wie wir alle wissen, es gibt einfach verschiedene Spielercharaktere und das ist auch gut so. Es gibt ruhige, es gibt auffällige, es gibt laut, es gibt Leute, die schreien und so weiter und so fort. Da kommt dann auch, finde ich, so ein bisschen so dieses Thema, haben wir noch gar nicht angesprochen, Libero. Kommt dann auch irgendwann mal vielleicht noch ganz sicherlich in der nächsten Stunde da noch in unsere Diskussion mit rein, die vielleicht auch eine Sonderrolle eigentlich auch haben darf, soll, muss, ja, sonst wäre es ja vielleicht auch eine Mittelblockerin. Und auf jeden Fall, ja, die Kommunikation, ja, also sagen wir mal so, ich finde, es muss jeder
irgendwo erstmal miteinander gut auf dem Feld können, sagen wir mal so. Und da beginnt eben auch schon die Kommunikation damit, dass man sich in der Annahme einfach auch abspricht. Die Klassiker, ja, man kennt es auch vom Beachen und so weiter. Ich übernehme die Mitte, du übernimmst die Mitte und so weiter und so fort. Das sind so diese Basics. Kann jetzt natürlich auch gerne der Libero dann einteilen und einfach auch bestimmen und sagen, das geht ja dann im Spitzenbereich auch bis dahin, dass kurz bevor beispielsweise ein Sprungaufschlag noch kommt, ich weiß noch damals aus Bühl, da hat halt der Libero dann einfach gesagt, so, hey, du müsstest noch einen Schritt nach vorne, minimal. Das geht dann ganz schnell, ganz schnell. Ja? Also sprich, im einfachsten Bereich würde ich immer sagen, stimmt euch ab untereinander. Am besten macht es vielleicht nach einem geregelten System, von mir aus der Libero oder auch alle drei. Viel Zeit hat man da ja auch nicht. Ne? Spätestens, wenn angepfiffen wird, müsste das dann so langsam auch mal gut sein. Und im höheren Bereich gibt es dann halt immer noch mehr Nuancen, die es dann zu beachten gibt. Ja? Aber ich glaube, für den mittleren Bereich sage ich, sprecht euch einfach untereinander ab, regelt vor allem auch klar, also der Trainer sollte auch klar vorgeben, was er da möchte, ja, dass da irgendwie kein Chaos irgendwo entsteht und jeder macht es nach Willkür. Also es braucht da schon eine Ordnung, eine Struktur und auch ein System auf jeden Fall. Und das muss einfach immer wieder neu besprochen werden. Und selbst wenn jetzt in zweiten oder dritten Rotation dann wieder der gleiche Aufschlagspieler kommt, der jetzt die ganze Zeit schon auf die Eins aufschlägt, das muss immer wieder angesagt werden, dass alles klar ist, immer wieder von vorne, meine Meinung. Okay. So, dann würde ich die nächste Frage direkt nehmen. Auf Facebook hatte nämlich die Andrea gefragt, wie trainiere ich die Annahme im Mixed-Bereich richtig? Habt ihr da Übungsvorschläge? So, Lisa, fang wieder von vorne an. Jetzt bist du wieder dran. Kannst du was zum Mixed-Bereich sagen? Oder habe ich dich kalt erwischt? Ja, tatsächlich, da kann ich recht wenig drüber sagen, weil ja, vielleicht mal aus Just for Fun ein bisschen Mix gespielt, aber ich habe da tatsächlich die Frauen-Volleyball-Brille auf, Leistungssport, Frauen-Bundesliga. Versuche mir da jetzt mittlerweile immer mehr in verschiedenen Bereichen, immer mehr auch den Männer-Volleyball reinzuholen, auch weil wir in unserem Staff, in unserem Team auch Leute hatten, die auf gutem und sehr, sehr gutem Niveau im Männerbereich gespielt haben und weil ich mir jetzt auch mehr vermehrt immer Männerspiele auch angucke. Ich würde da jetzt mal so rangehen, das, was wir auch eingangs besprochen haben, tatsächlich auch die Unterschiede versuchen als Stärken zu nutzen. Das heißt, von den Frauen ein bisschen eine technischere Annahme zu lernen, gerade gegen den Jump Float. Und wir hatten tatsächlich auch mal eine Männer-Regionalliga-Mannschaft, die zu uns mal ins Training gekommen ist, weil sie gegen unsere Jump Floats mal Annahme trainieren wollten. Genauso wie Männer, die vielleicht mal ein, zwei Kniffe auch den Frauen weitergeben können, wenn es um die obere Annahme geht. Ich würde da einfach alles mit reinnehmen und ganz wichtig finde ich, dass man offen ist, auch Neues zu lernen. Weil wenn man so ein Fixed Mindset hat und sagt, nee, ich habe das aber schon immer so gemacht oder oben pritschen, das, oben annehmen, das kann ich nicht, dann kannst du dir noch die besten Übungsformen ausdenken oder die kreativsten. Dann bei so einem Spieler wirst du dann recht wenig über die Übungsformen an sich erreichen, sondern den musst du erstmal dazu bewegen, eben die Vorteile offen zu legen, wenn er seinen Horizont ein bisschen erweitert, wenn, und das ist nun mal auch Aufgabe von uns Trainern, unsere Athleten immer wieder raus aus der Komfortzone zu pushen und da rauszuziehen und denen neue Sachen mitzugeben. Nur dadurch entsteht Entwicklung in meinem Verständnis. Aber es ist auch ganz klar, außerhalb der Komfortzone fühlen wir uns alle unwohl. Und deswegen will der eine mehr, der andere weniger und der wieder ein anderer will da gar nicht raus. Und das sind natürlich dann die Herausforderungen, mit denen man konfrontiert ist. Okay. Also nochmal zu der Frage Mixed, fällt mir spontan ein. Es gibt auch qualitativ, wie soll ich das sagen, es gibt auch höhere Mixed-Turniere und Mixed-Mannschaften, wo dann irgendwie befreundete Drittligamannschaften, sage ich jetzt mal, zusammen ein Mixed-Turnier spielen. So. Im meisten Bereich, meine Erfahrung ist, im Mixed-Bereich, wo rein Mixed gespielt wird, ist technisch so viel zu holen, meiner Meinung nach,
weil viele Mixed-Mannschaften tatsächlich, wir treffen uns einmal die Woche und wir spielen. Das ist meine Erfahrung. Und wir spielen einfach nur. Ja, habe ich früher mal in der Schule gespielt und dann ist das auch ein durchaus sportlicher Typ und spielt einfach mit. Im Mixed-Bereich ist Technik unglaublich zu. Und ich kann euch nur empfehlen, ladet euch einen Trainer ein, ja, gibt ihm hinterher eine Kasten Bier aus oder sowas. Ladet euch einen Trainer ein, lasst euch ein bisschen Technik erzählen. Wie könnt ihr Dinge vereinfachen? Da könnt ihr wahnsinnig holen. Ich würde jetzt gar nicht auf Mixed beziehen, dass man dann vielleicht in einem Viererriegel spielt oder sowas. Aber ich habe, meine Erfahrung ist, Mixed-Mannschaften können unglaublich viel im technischen Bereich noch holen. Und zwar ganz schneller Benefit auch. Oder kommt in unsere Camps. Kleine Zeitwerbung. Also. Ich hatte damals, als ich Volleyball angefangen hatte und noch in der Jugend gespielt habe, war mir da zu wenig Training. Ich hatte einfach nicht die Möglichkeit, jeden Tag zu trainieren. Und dann bin ich tatsächlich auch einmal pro Woche in eine Mixed-Mannschaft gegangen. So als junger Steppke noch. Und was ich da ganz unschön auch ein bisschen, muss ich sagen, fand, war die Tatsache, dass man, ich sag mal, aufgrund des schwächeren Geschlechts, sage ich jetzt mal, weil die vielleicht doch nicht so schnell oder nicht so athletisch ist, die gute Frau als der gute Mann, hat man oftmals irgendwie, das fand ich nicht schön, hat man dann irgendwie versucht, ja, Annahme, komm, geh mal da auf die Linie raus. Ich mache das schon und so. Und das ist, glaube ich, nicht Sinn und Zweck der Übung, weil genau das, was eben vorhin nochmals zum wiederholten Male eben von auch Lisa richtig gesagt wurde, genau das, was die Jungs können und das, was die Mädels können und diese Schnittmenge beziehungsweise die Vermischung von beidem, das macht meines Erachtens, kann es ein Mixteam auch dann stärker machen. Und man muss dann auch, man muss da sich einfach auch vertrauen und man muss auch einfach sagen, hey, so, wir haben jetzt einen gemischten Dreierriegel in der Annahme. Punkt, fertig, aus und es funktioniert auch. Ich glaube, dass da auch irgendwie so Barrieren im Kopf oder sein können, weil vielleicht irgendwie so ein 2 Meter großer Mann, der irgendwie sagt, ja, ich bin jetzt hier der Annahmechef, ich mache das jetzt hier. Ich glaube, das kann beim Mixvolleyball ein bisschen manchmal unschön werden. So habe ich es zumindest als junger Steppke erlebt, weil ich ja da auch einmal beim Mixed war, ganz am Anfang. Fand ich nicht so schön. Aber ich glaube, im professionellen Bereich, es gibt ja auch diese deutschen Meisterschaften im BFS Mixed Volleyball, ne? Hier in Düsseldorf, da hat, glaube ich, irgendwie 2, 3, 4 Mal oder so hintereinander Alsterwasser, die haben ja diese Mixed-Meisterschaft gewonnen und so. Ne, das sind dann natürlich dann aber auch Leute, die haben alle erste Liga gespielt und die Frauen auch, ja. Und da ist es natürlich dann auch wieder aufgrund des individuellen Niveaus wieder ganz andere Voraussetzungen. Aber ich glaube, im breiten Bereich, wo man Mixed Volleyball spielt und wie du sagst, Jan, sich einmal pro Woche dann irgendwie Just for Fun trifft, da glaube ich, muss man einfach sehr gut miteinander auch wieder kommunizieren und können und einfach auch mal alle das machen lassen. Und dann kann es ganz Schmuck werden, glaube ich. Also ich bin jetzt nicht so der Mixed-Profi, muss ich sagen, aber so stelle ich mir es vor. Weitere Fragen, Steffen? Jo, eine habe ich noch. Und zwar der Fabian hatte jetzt schon vor 20 Minuten gefragt tatsächlich, aber wir sind halt sehr kommunikativ, kommt halt heute schon viel bei rum. Der würde nämlich gerne wissen, wie würdet ihr außerhalb der Trainingshalle ohne Equipment und Partner die Annahme üben? Beziehungsweise ist das überhaupt möglich? Konstantin, fällt dir was ein dazu? Ja, wenn wir mal, ich sage mal, ein sehr interessantes Bild finde ich, dass wenn wir Basketballspieler anschauen, wie viele Basketballer kennt ihr, die nicht einen eigenen Basketball besitzen und mit dem rumlaufen und sich irgendwo einen Korb suchen, wo sie den Ball draufwerfen können? Und wie viele Volleyballer kennt ihr, die einen Volleyball besitzen, mit dem sie in der Welt rumlaufen? Ich glaube nicht ganz so viel. Man kann immer auch, sei es im Garten, an einer Wand, irgendwo am Haus, eine Möglichkeit finden, um einfach mal einen Ball zu nehmen und ein bisschen zu pritschen, ein bisschen zu baggern, ein bisschen was zu machen. Wenn man zu zweit ist, kann man durchaus, wenn man sich eine Wand findet, beispielsweise an der Plattformreaktion arbeiten, dass die Plattform schnell in die Ballkurve geht, indem dass man von hinter der Annahmespielerin oder dem Annahmespieler auf die Wand aufschlägt und versucht, den Ball, den man erst sieht, wenn er von der Wand kommt, halt dann frühzeitig anzunehmen. Ist keine Beobachtungsaufgabe, ist keine Übung, in der ich den Ball einschätze, aber es ist eine Übung, in der ich an meiner Plattform arbeite, die schnellstmöglich in eine Position zu bekommen, dass der Winkel vielleicht auch stimmt. Beispielsweise gibt, wenn man fantasievoll ist, vielleicht auch andere Möglichkeiten, auch außerhalb einer Halle und von Equipment zu arbeiten. Einen Ball braucht man aber vielleicht dann schon. Ich würde noch eine weitere Frage nehmen, bevor wir den Break machen. Du bist gemutet, Steffen.
So, eine Frage haben wir doch noch hier im Zoom-Chat. Und zwar der Dennis. Inwiefern trainiert ihr die sogenannten Annahmekorridore, beziehungsweise wie organisiert ihr den Annahmeriegel innerhalb der Korridore? Ja, Kai, du bist, glaube ich, wieder in der Reihe. Mein Zufallsgenerator. Gerne. Ja gut, die Annahmekorridore. Es geht da einfach auch wieder, für mich zumindest geht es dann eigentlich auch ein bisschen so nach dem System, wie möchte ich denn danach, was soll denn passieren nach der Annahme so? Also mit welchen Spielern, wie greife ich denn an? Ist da jetzt irgendwie, ne, Beispiel, ist da jetzt irgendwie die Außenangreiferin gerade dann auf der Annahmeposition auf der 5, beziehungsweise auch versuchen wir auch manchmal, ist zum Beispiel eine Diagonalspielerin, ich habe sowieso nicht mehr so gerne dieses Wort Diagonal und Außen, universal ist das eigentlich für mich, ist das vielleicht auch eine Option, die dann mit der Zuspielerin beim Läufer 1 von vorne mal steht, ja, hat die Zuspielerin nicht mehr so viel Laufarbeit danach und vielleicht geht dann die Diagonale, also universale andere in die Annahme. Also sprich, ich muss immer irgendwie ein bisschen wissen, was ich eigentlich danach machen möchte. So. Und danach organisiere ich auf jeden Fall diese Korridore, sage ich mal. Und das heißt dann im Klartext auch, wenn es mir vielleicht einfach wichtig ist, dass diese Außen, die Angreiferin oder der Angreifer über die Position 4, sage ich mal, in einer gewissen Art und Weise jetzt geschützt sein soll, dann schiebe ich beispielsweise auch die Annahme Richtung 4 beispielsweise. Ja, oder wenn ich einfach auch weiß, beziehungsweise es ist wieder diese Beobachtung, auch die Libera dann weiß, jetzt ist eine Aufschlägerin, die schlägt halt die ganze Zeit hart von 1 auf 1, ja, dann schiebt sich da natürlich dann der Riegel oder beziehungsweise dann ergeben sich dann auch wieder die Korridore neu. Also sprich, ich muss einfach vorher wissen, was passiert oder ich muss zumindest antizipieren, was passieren könnte, ja, also Informationen sammeln und dann organisiere ich die Korridore, die es da zu bearbeiten gibt und dann eben noch angepasst mit dem, was soll danach passieren? Ja, so mache ich es zumindest. Ergänzung. Die Annahmekorridoren immer wieder. Wobamog Nummer 2 hat Stefan Hübner das klassische System erklärt. Da könnt ihr euch das Video anschauen. Links hinten, rechts vorne. Auch da, das machen noch viel zu wenige Mannschaften. Es gibt das in 100 Variationen, aber eine ganz einfache Sache, dass man zu sagen, völlig unabhängig von wo er aufschlägt, rechts vor kurz, links lang. Und wenn wir das spielen, jede Mannschaft kriegt ihr sofort auf ein besseres Niveau, einfach weil keine Bälle mehr irgendwo dazwischen fallen. Die Leute nicht mehr zögern, ist es meiner oder nicht. Wobamog Nummer 2, Stefan Hübner Annahme, hat das super erklärt. Ganz einfache Standardsache. Und wie gesagt, gibt es in vielen Variationen. Und je nachdem, wo er aufschlägt, welche Tendenzen er hat und dass man dann plötzlich schlägt davon 5 auf. Schlägt er von 5 auf 5 auf und dann drehen wir es doch wieder andersrum, weil ich nämlich nicht beide nehmen kann oder weil ich vordere Annahmespieler sind. Da gibt es alles mögliche Sachen von. Aber schaut euch das auf alle Fälle an. Würde ich auch super gerne viel mehr sehen in den mittleren Ligen. Ja, das finde ich auch super wichtig und das zielt auch darauf ab, was Kai vorhin schon mal gesagt hat, dass in der Annahme die Kommunikation super wichtig ist und die Absprachen. Im Beachvolleyball ist es die Mitte, im Hallenvolleyball sind es die Konfliktzonen, wo die Aufschläge zwischen zwei Annahmespielern gerne reingespielt werden. Und ich finde da Kommunikation auch absolut essentiell. Wichtig für mich, Grundlage der Kommunikation muss ein Annahmesystem sein, weil das einfach Handlungsleitlinien gibt, in denen Absprachen getroffen werden. Und dann brauchst du nur ein, zwei schnelle Keywords und jeder weiß, wer für welchen Ball verantwortlich ist. Wenn du als Trainer natürlich deinen Spielerinnen da keinen Handlungsrahmen gibst, indem du sie ein gewisses Annahmesystem, und da gibt's einiges, jedes System hat seine Stärken und seine Schwächen, wie so bei vielen anderen Dingen auch. Aber nur wenn du deinen Spielerinnen da, so ist meine Meinung, einen gewissen Handlungsrahmen mit an die Hand gibst, dann können sie durch gute und effiziente Kommunikation das schnell absprechen. Und so wie du auch gerade sagtest, Jan, ich glaube, da ist enormes Potenzial, gerade im mittleren und unteren Leistungsbereich, dass da extrem schnell Erfolge erzielt werden können, wenn man einfach mal so ein bisschen ein System an die Hand gibt, so wollen wir annehmen, so wollen wir uns bewegen und dann einfach nur noch schnell die Absprachen getroffen werden müssen, um sich gegenseitig nochmal zu erinnern, okay, der lange hier ist meiner, der kurze da ist deiner. Ich glaube, da ist riesiges Potenzial, ja.
Ist auch, wesentlich für die Kommunikation danach. Ich glaube, manchmal ist es auch sehr knapp, um zu kommunizieren in dem Moment. Und ohne ein System kann man auch danach nicht effizient darüber sprechen, um eine Lösung zu finden, wie es dann weitergehen soll im nächsten Ball. Ja, deswegen ist das schon alles. Also jeder muss in einem System arbeiten können, damit man dann auch eben darauf reagieren kann, wenn etwas in einem Spiel funktioniert oder eben nicht funktioniert. Sehr gut. Toll, dass du das gesagt hast. Das ist einfach, wenn du ein System hast, ist alles kürzer. Die Kommunikation ist kürzer, weil du nicht noch, ach, du weißt doch übrigens da, wir hatten doch mal gesagt, weil wir das so und so spielen, spielen wir es jetzt so rum. Das ist Quatsch. Sehr gut. Klasse. Steffen, Kaffeepause. Ja, Punkt 9 Uhr. Mann, du bist gut. Oder wir sind gut. Glück gehabt. Genau, wer unser Format, ist ja schon das 27. inzwischen, die 27. Folge verfolgt, Punkt 9 Uhr machen wir mal eine kleine Kaffeepause. Das heißt, wir einmal vom Volleyball-Freak stellen kommende Termine vor, die ihr nicht verpassen solltet natürlich. Und unsere Trainer, sofern sie was haben, stellen auch noch ein paar Projekte vor, die ihnen am Herzen liegen. Und ich mache jetzt einfach mal den Anfang, teile mal den Bildschirm. Beziehungsweise, bevor ich den Bildschirm teile, einmal der Hinweis auf unseren Discord-Server. Da habe ich den Link schon in die Chats gepostet. Da könnt ihr euch mit anderen Volleyballtrainer, Trainerinnen und Spielerinnen vernetzen. Ja, das ist wie so ein Forum, nur außerhalb von Facebook, YouTube, auf einer neutralen Plattform. Dort findet auch immer dienstags und sonntags, wenn wir nicht gerade hier Livestream machen, der Online-Trainer-Stammtisch statt, wo sich schon Trainer in der Corona-Zeit online vernetzt haben. Eine richtig coole Sache. Also da bekommt ihr auch immer ganz gut Hilfe. Nutzt also den Link in den Chats. Dann die zweite Geschichte. Wir haben natürlich auch Kosten, um hier diesen Stream zu realisieren für Zoom, für Restream.io und so weiter. Da freuen wir uns natürlich auch immer, wenn ihr uns eine kleine Spende dalasst. 2, 3, 4, 5. Das höchste waren, glaube ich, mal 30 Euro, was wir gespendet bekommen haben. Da freuen wir uns natürlich und sollen natürlich damit helfen, damit wir das Format auch weiterhin kostenlos anbieten können. So, jetzt noch zwei Dinge von mir, die ich euch teilen möchte. So, wo ist jetzt mein Browser? Da. So, einmal unsere Volleyball Freak Masterclass. Hier habe ich euch insgesamt 4 Top-Trainer organisiert, die monatlich bis zu 4 Termine halten, also jeder ein in der Regel. Und da wird dann alles Mögliche besprochen. Ja, der nächste Termin ist direkt schon morgen, der 4.10. Dort wird Josef Wolf, der schon zigmalig deutscher Meister mit diversen Jugendmannschaften geworden ist, unter anderem, über die Methodik des oberen Zuspiels von U12 bis U20 sprechen. Ja, Jan Meyer, eines seiner Steppenpferde, Technologie im Volleyball. Jan, möchtest du noch kurz was sagen? Ja, es geht halt immer wieder darum, was kann man momentan alles machen? Und gerade im Gamification-Bereich, wie kann ich die Motivation innerhalb meines Teams im Trainingsalltag vielleicht auch noch im Februar aufrechterhalten? Da gibt es viele kleine Sachen, die man machen kann. Video-Delay wollte ich gleich auch nochmal ansprechen, wie man das in der Annahme nutzen kann. Viele sind gar nicht bekannt. Und ich sage immer, wir haben dieses Handy, dieses Smartphone in der Tasche. Und auch ich habe noch Videokameras auf der Schulter getragen. So alt bin ich tatsächlich. Also ihr habt solche Möglichkeiten heute. Ihr habt mit dem Handy alle Möglichkeiten, um Technologie zu nutzen. Und da werde ich ein paar Sachen vorstellen. Manche sind natürlich wie die Words, die da jetzt stehen. Das sind Sensoren, die letztendlich die Sprungzahl zählen, die Anzahl der Sprünge und die Höhe. Das sind natürlich Profisachen, aber im Allgemeinen ist es eine sehr interessante Sache. Schaut gerne rein. Genau. Dann Weltmeistertrainer Vital Hein wird am 27.10. über Zuspiel für den oberen Bereich sprechen. Ja, also hier geht es mehr so um das Erlernen des Zuspiels und hier dann quasi über ja, Details, die in den oberen Bereich relevant sind und vielleicht wie ihr sie für den mittleren Bereich auch anwenden könnt. Darüber hinaus im Abo, wenn ihr, solange ihr das Abo aktiv habt, bekommt ihr natürlich auch die ganzen Aufzeichnungen der bisherigen schon über 20 Termine, die stattgefunden haben. Da ist eine ganze Menge Wissen inzwischen zusammengekommen. Nutzt die Gelegenheit. Den Link findet ihr im Chat
könnt ihr gerne reinschauen und euch abonnieren. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr natürlich direkt wieder kündigen. Habt ihr quasi einen Monat dann das zum Ausprobieren für 24,99 mal gehabt. Okay, so die letzte Sache von mir noch. Und zwar findet am Mittwoch bereits der nächste Volleyball-Online-Kongress Spezial statt. Wir haben dann bei den Spezialkongressen immer ein bestimmtes Thema. Diesmal ist das Mentaltraining, also das, was Lisa vorhin schon angesprochen hat bei der Annahme, der Mentalfaktor. Nur diesmal nicht nur auf die Annahme bezogen, sondern wir haben hier vier Referentinnen, die über bestimmte Themen sprechen. Das ist einmal Nico Meyer, der ist Profi-Beachvolleyballer, hat auch in Timmendorf bei den deutschen Meisterschaften dieses Jahr teilgenommen. Jonas Hessling ist Psychologe, Anke Brecht ist Diplompsychologin und Dr. Martina Reske ist sogar promovierte Sportpsychologin auf dem Gebiet. Und die machen im Prinzip, haben die vier Vorträge für euch vorbereitet. Am Mittwoch, los geht's um 17 Uhr mit mentale Stärke in knappen Spielsituationen. Also alle, die schnell vielleicht auch mal bei der Annahme ins Flattern kommen, können sich auf jeden Fall da von Nico mal ein paar Inputs holen und seine persönlichen Erfahrungen von ihm vielleicht lernen. Dann mega entspannt, 18 Uhr Meditation im Sport, wird Jonas etwas erzählen. Dann ein weiteres höchst interessantes Thema, Sporthypnose und Selbsthypnose. Sie hat mir so im Vortelefonat schon ein bisschen was erzählt. Freut euch auf jeden Fall da auf einen spannenden Vortrag von der Anke Brecht. Und um 20 Uhr wird die Martina Reske über Rituale und Routinen sprechen, ja, was macht da Sinn, was macht keinen Sinn. Und da werde ich euch jetzt auch zu den Link zu diesem Kongress reinposten. Es gibt auch noch kostenlose Zuschauertickets, ich glaube 20 sind noch verfügbar. Also sichert euch da gerne ein kostenloses Zuschauerticket oder eben, wenn ihr das vielleicht nicht da zeitlich schafft, weil ihr selber zu den Zeiten in den Hallen steht, könnt ihr natürlich mit dem Starting Six Ticket kostenpflichtig auch den Zugriff auf die Mediathek und den Live-Talks dann zu bekommen. So, das war's von mir. Jetzt die Frage an Konstantin, Konsti, Lisa oder Kai. Habt ihr was ihr vorstellen möchtet? Nein? Lisa, vielleicht? Ich habe einen befreundeten holländischen Trainer und zwar hat der letskeeptheballflying.com ins Leben gerufen. Mhm. Das ist ein, wie man es aus dem Fußball ein bisschen kennt, Football for Future, hat er das Volleyball for Future ins Leben gerufen. Das heißt, er reist tatsächlich so ein bisschen durch die Welt, hat Projekte in Tansania, in Syrien, in Indien, also wirklich mittlerweile überall auf der Welt. Sie sammeln super viele Spenden, sie sammeln aber auch alte Volleyballbälle, alte Volleyballklamotten. Und wir vom USC haben tatsächlich letztes Jahr sind wir mal durch unseren Kleiderschrank durch und haben so ein bisschen aussortiert, was wir nicht mehr brauchen. Und er ist dann mit einem großen LKW gekommen irgendwann, nachdem wir es alles zusammengesammelt hatten und hat die alten Volleyballklamotten, die noch in absolut bester Verfassung waren, aber die wir einfach nicht mehr tragen, weil wir doch jedes Jahr neue Sachen bekommen, eingesammelt. Und jetzt laufen hoffentlich kleine Kinder in Afrika mit USC Münster T-Shirts rum. Er ist selber Holländer, hat das von Holland aus ins Leben gerufen, hat auch die Unterstützung der FIVB. Ich finde es eine mega, mega coole Idee und groundet einen auch immer so ein bisschen, dass man dankbar sein kann, dass wir im reichen Europa, im reichen Deutschland groß geworden sind. Zeigt einem auch nochmal, dass es viele andere Kinder, Menschen, vor allem auch viele Frauen gibt, die nicht die gleichen Chancen haben. Und ich finde das ein super cooles Projekt. Wo ihr gerne mal reingucken könnt und gucken könnt, ob ihr da nicht auch ein bisschen unterstützen könnt und wollt. Ja, spannend. Also ich habe mal hier die Seite mal aufgemacht, sie auch gerade in die Chats. Ja, schaut gerne mal vorbei und schaut mal, was ihr so in den Kleiderschränken oder in euren Spinden rumliegen habt und spendet das gerne. Mega spannend. Ist, glaube ich, auch ein guter Beitrag für den Volleyball-Online-Kongress. Den werde ich mal direkt anschreiben, morgen. Ja, vielen Dank dafür. Konstantin, hast du noch was? Hm.
Okay, dann wären wir durch mit unserer Kaffeepause. Erstmal vielen Dank, Lisa, dass du so ein Projekt zeigst. Ich bin ja selber so ein bisschen da in dem Bereich tätig und hab mit Nigeria Kontakte gehabt und hoffe, dass das alles funktioniert. Und ich weiß, Volleyball ohne Grenzen lief lange Zeit, ganz, ganz lange. Ich glaube, hier Lenka Dürr hat da ja auch viel gemacht. Das ist leider ein bisschen eingeschlafen. Die suchen momentan Leute, die das übernehmen. Also wer sich berufen fühlt, fühlt vielleicht auch solche Projekte weiterzuführen, rufe ich gerne auf. Also solche Sachen sind ganz toll. Toll, dass du das geteilt hast. Ich habe das vom Namen auch schon gehört, wusste es aber nicht genau, wie weit die jetzt schon sind. Klasse. Kommen wir zu den Trainingshilfen. Ich möchte zwei klassische Situationen kurz darbieten und würde gerne von euch dreien mal Lösungsvorschläge machen oder wie ihr es löst. Erste Sache, wir trainieren Annahme. Und ich möchte viel Wiederholung machen. So, wie verhindere ich, dass die paar Leute, die dann aufschlagen die ganze Zeit, letztendlich irgendwann mit einer schmerzenden Schulter nach Hause gehen? Was habt ihr für Tricks? Wie würdet ihr Training organisieren, um viele Wiederholungen zu machen? Und dann, also ohne Ballmaschine, das zählt nicht. Ja, wie würdet ihr das machen? Da würde ich auch mal, Kai, fang mal an. Mhm. Gut, sag mal so, dass ich das immer eigentlich so handhabe, dass wir, wenn wir irgendeine Übung machen wollen, wo eben aufgeschlagen wird, dass man quasi eine Vorbereitung macht für die Übung. Also quasi man hat eine Zielübung beispielsweise und macht dann die Dinge quasi klar, damit man diese Zielübung auch ausführen kann. Das bedeutet, ich würde jetzt niemals anfangen zu sagen, komm, wir machen jetzt sofort Aufschläge. Ja? Die Schultern müssen erwärmt werden. Ja? Es fängt beim Warm-up an, es fängt beim Werfen. Ist auch wieder so ein Thema, verblüffenderweise. Jungs machen das nicht so. Frauen werfen immer gerne die Bälle am Anfang, ein bisschen Schulter warm machen und so weiter. Und im Endeffekt sage ich, ich bereite dann meine Schulter eigentlich dafür vor, damit ich dann auch tatsächlich eine gute Weile auch aufschlagen kann, wenn ich denn das so machen möchte. Ich muss aber gestehen, ich mache das gar nicht so. Also wir machen zwar Aufschläge partout, also extrahiert, sage ich mal, ja, wo wir einfach nur aufschlagen. Das ist immer ein wichtiger Block bei uns, genauso wie auch annehmen. Ja. Aber tatsächlich mache ich immer mit den Mädels, beispielsweise bei mir jetzt in Köln, vorbereitende Maßnahmen, damit eben einfach die Schultern dann auch warm sind. Ja. Ich kann mir natürlich jetzt vorstellen, wenn man irgendwie vielleicht eine Rundlaufübung hat, sowas wäre dann natürlich eine Option, wo man nicht nur aufschlägt, dass man so organisiert, dass man zwar mal einen Aufschlag macht, aber man geht dann wieder auf die andere Seite zum Angriff beispielsweise etc. Ich glaube, es ist eigentlich nicht gut, wenn man eine halbe Stunde dann nur aufschlägt. Sagen wir es einfach mal so abgekürzt. Ne? Das gibt es bei mir nicht. Wie würdest du von der Organisation, Konstantin, das noch versuchen zu verringern? Naja, erstmal ist das für uns, glaube ich, schon ganz schön schwierig umzudenken, weil ich sag mal, wir in Dresden waren wir immer mindestens zwei Co-Trainer, die durchgehend aufgeschlagen haben. Ich weiß, das kommt noch dazu, wenn man ja nicht nur Ballmaschine, sondern auch noch Co-Trainer. Ja, genau. Also auch jetzt, also ich schlage sehr viel selber auf. Ich habe einen Co-Trainer, der sich sehr viel aufschlagen muss. Das machen wir natürlich technisch dann so, dass die Schulter das verträgt. Ja, tatsächlich würde ich, sobald es um Aufschlagannahme geht, glaube ich, ist es aber schon auch wesentlich zu erwähnen. Ich persönlich mag nicht nur eine große Anzahl an Wiederholungen zu trainieren, sondern ich möchte qualitativ gute Aktionen trainieren. Entsprechend dessen ist eine Aufschlagübung, in der Spielerinnen aufschlagen oder Spieler aufschlagen müssen, niemals so lange, dass das auf die Schulter zu sehr wirken sollte. Das heißt, unsere Aufschlagannahmeübung, die wir machen, wo Spieler aufschlagen, dauert am Ende meistens 12 bis 15 Minuten. Und dann haben wir verschiedene Rotationen durchgemacht mit kleinen und großen Wechseln und dann war es das. Alles, was ansonsten Annahmeübungen betrifft, ist entweder Co-Traineraufschlag oder wir machen wirklich, so wie Kai das auch gesagt hat, isolierte Übungen, dass ich tatsächlich auch mit Werfen, mit technischen Elementen arbeite, die ich in der Annahme nur, ich sag mal, die Schulterarbeit, die Plattformarbeit nehme und sage, wir müssen in die Ballkurve greifen, noch bevor ich aufschlage, tatsächlich nur den Ball in die Schulter reinwerfe und die Spieler versuchen müssen, 10 Wiederholungen zu schaffen, indem dass sie an der Plattform arbeiten, wo ich dann gar keinen Aufschlag dabei habe und das ist auch Annahmetraining oder eine Vorbereitung für die Annahme. Aber
Aufschlagen der Spieler gibt es bei mir nicht, dass es länger als 15, 20 Minuten dauert am Stück. Ja. Hast du da eine Vorgabe, dass du sagst, ich will mindestens Dreiergruppen haben? Dass du sagst, drei Aufschläger. Also ein Hinschleilen ist alleine von der Geschwindigkeit Quatsch. Ja. Aber zwei immer, und drei ist schon ein großer Unterschied, finde ich. Ja, also wenn wir als Team Aufschlagannahme machen, habe ich natürlich viele Aufschläge, dass es sich verteilt. Wenn ich im Annahmetraining einen Spieler mit aufschlagen lassen möchte, sodass es immer einen Zehneraufschlag gibt und einen Spieleraufschlag gibt zum Beispiel, dann wechseln die sich, ich sage mal, im Schnitt alle 10 Bälle. Dann haben wir auch keine großartige Belastung für die Schulter und hängen dann auch nicht am Aufschlag, sondern sind trotzdem mehr in der Annahme involviert als am Aufschlag selber. Ich denke, das ist aber sehr individuell. Da muss man sich überlegen, wie viele Spieler hat man, welche Übungsform in der Annahme wählt man im Training und entsprechend dessen wählt man auch die Rotation am Aufschlag und die Wechsel. Ja. Lisa, hast du da was hinzuzufügen? Ich meine, ich kann ja auch Aufschläge aus dem Feld erstmal machen, und wenn ich tatsächlich große Wiederholzahlen brauche. Ich kann natürlich sagen, ich stelle tatsächlich, ich als Trainer stelle mich da hinten hin und mache jeden zweiten Aufschlag oder jeden dritten. Dass ich das einfach, oder ich mache die verschlagenen Aufschläge, die ich dann übernehme. Was hast du für Tricks, die man anwendet, wenn man tatsächlich viele Wiederholungen haben möchte? Ja, also es ist schon eigentlich super viel genannt worden. Auch da bei uns wieder der große Luxus, wir trainieren zweimal am Tag. Wir trainieren morgens in kleinen Gruppen, können das ganz isoliert machen, kommen automatisch in Vierer-, Fünfer-, Sechser-Gruppen auf extrem viele Wiederholungen. Da machen wir es auch so, dass eigentlich grundsätzlich immer mindestens ein Co-Trainer permanent aufschlägt, eine der Annehmerinnen dann dazukommt. Und dann, das heißt, dass du im Dreier- oder im Vierer-Rhythmus dann mal nach vier kleineren Wechseln wieder am Aufschlag bist. Genauso wie, dass du da natürlich annimmst und eine Position dann auch nochmal abfängt. Das heißt, dass du auch die Belastung hast ein paar Annahmewiederholungen am Stück und dann ein komplett anderes Element. Mal wirklich fangen und dann einfach eine Ruhepause, mal aufschlagen, wo du dich auch konzentrieren musst, aber dann in einer anderen Art und Weise. Wenn wir als große Gruppe Aufschlagannahme machen, dann schlagen auch die anderen Spielerinnen natürlich auf. Dann habe ich immer meine zwei Co-Trainer, die entweder nochmal einen Extraball reinbringen oder die, wie gesagt, diese Fehlaufschläge machen. Ich switch das dann aber nach ein paar Minuten, dass tatsächlich auch unsere Mittelblocker und Diagonalen annehmen müssen, weil auch die kurzen Aufschläge, die kurzen Annahmen sollen und müssen trainiert werden, dass dann unsere Hauptannehmer, die Außenangreifer, Libero auch manchmal, die hat nämlich da auch Spaß dran, mal ein bisschen aufzuschlagen, dass die dann mal aufschlagen. Und durch diese Wechsel kommt es bei mir und bei uns hier auch nicht vor, dass du eine Spielerin hast, die 20 Minuten, eine halbe Stunde nur am Aufschlag steht. Macht für mich aus jeglicher Trainingssicht auch absolut keinen Sinn, sowas zu machen. Ich habe es jetzt schon zweimal gehört und ich weiß nicht, ob alle Zuschauer, Zuhörer das kennen. Kleine und große Wechsel. Lisa, kannst du das Konzept kurz erklären? Weil Konzi es auch schon gesagt hat und ich weiß nicht, ob es jeder kennt. Ja, also du hast im Grunde genommen ein Beispiel, du hast einen Annehmer auf 1, einen Annehmer auf 5, die nehmen jeweils 10 Bälle an. Ein kleiner Wechsel wäre dann, wenn die einfach nur die Positionen switchen. Das heißt, der von 1 geht auf 5, der von 5 auf 1, machen die nächsten 10 Annahmen. Großer Wechsel wäre dann, wenn du die vom Aufschlag kommt rüber in die Annahme, die gefangen hat, kommt rüber in die Annahme, die beiden, die angenommen haben, gehen einer zum Fangen, einer zum Aufschlag. Perfekt, Dankeschön. Denn ich glaube, ja, genau. dass es gut ist, dass wir das auch mal solche Sachen, die dann völlig normal sind, vielleicht einfach nochmal kurz erklären. Vielleicht gehen mir auch mal welche durch. Fragt bitte im Chat, wenn irgendwelche anderen Sachen sind, wo ihr sagt, was ist das denn überhaupt? Fühlt euch da wirklich nicht zurückgedrängt für bei. Ja, ich habe noch so eine Situation, die auch ganz typisch ist. Ihr wollt Annahme trainieren. Und die Aufschläger, die Aufschlägerinnen fangen an, Aufschläge zu üben. So, und irgendwann merkt man, dass das eher eine Aufschlagübung. Dann gehen natürlich auch eine Menge Bälle weg. Und irgendwann steht ihr da als Coach und denkt so, hallo, eigentlich wollte ich Annahme üben. Gibt es da irgendwelche Tricks und Kniffe, wie ihr da vorgeht, Kai?
Also ich würde grundlegend nicht immer gleich von der Grundlinie auf aufschlagen, sondern eher aus dem Feld heraus. Man kann es zunächst geworfen machen, man kann es dann mit leichten Floats, Drive-Schlägen, wie auch immer machen und sich dann immer sukzessive weiter auch nach hinten arbeiten, dann zum Aufschlag. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es darum, dass man sagen könnte, komm, wir machen jetzt mal einen Aufschlagannahme und dann stehen die guten Leute da auf dem Aufschlag hinten auf der Grundlinie und treffen den Aufschlag nicht. Ne? So habe ich's. Ja, der geht entweder ist er viel zu doll, oder er geht weg. Also letztendlich bekommt ihr keine Wiederholungszahlen in das, was ihr eigentlich machen wolltet. Ja, also auch generell einfach irgendwie immer so vom Mikrokosmos zum Makrokosmos, sage ich mal. Das beginnt, wie wir es vorhin schon hatten, bei den Techniken, ja, dass man irgendwie Individualtechnik erlernen kann, dann zu zweit, zu dritt, Kleinfeld und dann zum Schluss zum großen Feld geht. Und ebenso auch beispielsweise bei so einer Aufschlagnummer finde ich, dass man einfach dann, sage ich mal, ab der Angriffslinie oder 4 Meter, 5 Meter, mal ganz locker anfangen kann. Ist übrigens auch ganz gut, finde ich, für die Annahme generell, wenn man auch mal irgendwie sich da auf so eine Kiste irgendwo stellt und gerade wegen dem Zeithorizont, wenn man dann irgendwie, sage ich mal, die Kiste baut man auf 4,5 Meter auf oder so und dann hat man eigentlich noch viel weniger Reaktionszeit für die Annahme, ja, dass man schon von einer höheren Plattform. Und eben deswegen, also ich will jetzt da nicht auf ein anderes Thema raus, ich würde wirklich mich von vorne nach hinten arbeiten und dann müsste dann das aber auch wirklich funktionieren, irgendwann mal nach ein paar Minuten, dass wir dann von der Grundlinie auf einfach einen Aufschlag machen. Und es muss dann auch erstmal, ist ja auch immer die Frage nach dem Niveau, nach dem Können jedes Spielers, jeder Spielerin, ja, was da verlangt ist. Ich würde dann auch wirklich erstmal wieder, ganz wichtig, immer zu den Basics auch gehen, ja. Und die kann man von mir aus auch am Anfang, ne, ich sag mal jetzt in der Saison Vorbereitung lange auch, kann man das auch natürlich auch allein an die Wand machen, dass ich auch wirklich erstmal wirklich mich verinnerliche, wo muss ich den Ball treffen jetzt beim Aufschlag, ja, da gibt es ja auch wieder verschiedenste Ansätze und Möglichkeiten und ich glaube, dass das dann funktionieren kann, dass man eben dann irgendwann auch dann zu einer richtigen Aufschlagübung kommt ab der Grundlinie. Ja. Konstantin, ich wette, du kennst die Situation genauso. Ja. Das geht garantiert bis in Champions-League-Mannschaften hoch, das halt dann doch meinen, sie müssen da voll drauf semmeln und nichts kommt zustande. Ich glaube, das Wesentlichste ist, dass man einfach auch mit seinen Athleten spricht. Wenn man eine Übung macht, sollte man vielleicht einfach auch mal sagen, was das Ziel der Übung ist, worum es geht, woran man arbeiten will. Und dann gehe ich erstmal schon davon aus, dass meine Mannschaft auch verstanden hat, dass ich jetzt eben vielleicht auch, ich sag mal, manchmal meinen, nennen wir es mal, egoistischen Wunsch, jetzt an meinem Aufschlag arbeiten zu wollen, in einem Bereich, in dem ich viel Risiko eingehe, entsprechend der Übung anpassen muss, weil es fürs Team ist. Und in dem Moment braucht mein Team Annahmen und Annahmequalität und auch Vertrauen in der Annahme. Das heißt nicht, dass ich schlechte Aufschläge machen muss. Das heißt nur, dass ich mein Risiko kontrollieren muss im Aufschlag. Ja, dass ich nicht bei 10 Aufschlägen 5 davon versemmle, weil ich jetzt einfach herausfinden möchte, wie viel Tempo ich auf den Ball bringe, dass er doch noch im Feld landet. Ja, also damit würde ich mal beginnen. Ja, einfach nur kommunizieren, sprechen und klare Ziele vorgeben. Wenn das dann nicht funktioniert, gibt es einfach viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Zählweise. Ich kann sofort ein Punktesystem einführen, in dem ein Aufschlagfehler einfach hart bestraft wird. Mit bestrafen meine ich, dass man vielleicht kleine Minispiele direkt verliert bei einem Aufschlagfehler. Das hemmt dann natürlich, indem dass man ein gewisses Risiko nicht mehr geht. Ja. Super Hinweis, ich bin ja ein großer Wash-Drill-Fan, auch in jeder Form und verschiedene Akzentuierungen, sehr gut. Doppelter Fehler oder sogar auf Null oder ne, der Minisatz ist sofort vorbei. Super, klasse. Lisa, hast du noch was hinzuzufügen? Hast du noch einen Trick? Also ich finde, das, was Konstantin gesagt hat, ist mir auch als allererstes in den Kopf geschossen. Sag deinen Athleten, was du mit dieser Übung bezwecken möchtest. Was ist dein Ziel von dieser Übung? Und ist es eine Annahmeübung oder ist es eine Aufschlagübung, wo du 3 Annehmer ins Feld stellst? Komplett anderes Bild. Und wenn das so ist, was spricht denn dagegen, auch mal Leute, die einfach nur, die oder viel bei uns Jumpload aufschlagen, die einfach mal an die Linie auf den Boden zu stellen und denen einfach zu sagen, jetzt arbeitet ihr einfach mal an eurem Balltouch. An dem Anwurf und an dem Touch auf den Ball. Einfach mal mit Gefühl für diesen Treffpunkt des Balles zu arbeiten und da bewusst zu sagen, deshalb nehmen wir den Anlauf, nehmen wir den Sprung raus, um euch isoliert einfach mal nur auf den Touch am Ball zu konzentrieren. Und das geht für Float-Aufschläger, das geht auch für Sprungaufschläger, die das isoliert auch mal vom Boden machen können, um dann auch Stück für Stück das aufzubauen. Und da ist es dann halt
dann auch klar wichtig, dass du als Trainer dir überlegst, was möchte ich von der Übung? Soll es wirklich nur Annahme, Wiederholung sein, wo möglichst viele Wiederholungen gemacht werden sollen mit kalkuliertem, eher geringerem Risiko im Aufschlag, weil es darum geht, oder möchte ich die Annahmesituation gegen wirklich einen Wettkampfaufschlag Aufschlag trainieren? Und das ist dann halt auch wichtig, um das für sich selber klar zu haben und das dann auch so den Athleten zu vermitteln. Wenn es wirklich nur darum geht, Annahme im Riegel, individuell, wie auch immer, die Wiederholung reinzukriegen, dann ist aus meiner Sicht der Aufschläger in dieser Übung erstmal, spielt die untergeordnete Rolle, und dann ist es überhaupt kein Problem, denen mal zu sagen, dann nehmen wir mal zwei, drei Sachen von dem Bewegungsablauf bei dir raus und wir gehen erstmal nur auf diesen Balltouch. Genauso guter Tipp, finde ich, wie das mit der Zählweise, weil sie einfach eine andere Aufgabe kriegen und dann ein eigenes Ziel haben, was einfach nicht konträr zu dem Annahmeziel geht. Sehr gut, klasse. Wir haben Fragen, Steffen. Ach, ja. Das ist schön, hier kommt wieder ein Wissen rüber, ich finde das toll. Ich bin immer so schnell begeistert davon, ich finde das super. Dafür machen wir das ganze Format, ja. Ja. So, ich habe die nächste Frage von dem Bernd auf Facebook. Da muss ich mal ein bisschen hochscrollen, da hat sich nämlich ein bisschen was angesammelt. Bernd hat nämlich eine Bezirksliga-Damen. Mein Team diskutiert gerne die Aufstellung, zum Beispiel, wer harmoniert in der Annahme mit wem? Ich vertrete die Auffassung, dass jeder mit jedem in der Annahme spielen kann und auch muss. Oder habt ihr die Erfahrung gemacht, dass es Spieler gibt, die nicht gleichzeitig in der Annahme stehen können? Fragezeichen. Konsti, was sagst du dazu? Der Steffen macht das immer so. Wer zuerst blinzelt, der kriegt die Frage. Sag nochmal ganz, nur die Frage nochmal. Im Prinzip, gibt es Spieler, die vielleicht mehr harmonieren mit anderen Spielern? Mhm. Ja? Oder muss jeder mit jedem können? Ja. Ich meine, ja, klar, gibt es das. Nur schwierig zu unterscheiden, glaube ich, vom Profiniveau das runterzubrechen. Ja? Natürlich habe ich, wenn ich auf meinem Niveau arbeite, sehr, sehr klare Vorstellungen, welche Konstellationen wie funktionieren. Und wir haben auch aufgrund dessen manchmal auch verschiedene Aufstellungen gewählt, wenn Aufschlagannahme sehr, sehr wichtig war, beziehungsweise die Systeme manchmal auch ein bisschen angepasst. Ansonsten ist es einfach nur eine schlichte Übungsgeschichte. Wir müssen den Leuten viele Möglichkeiten geben, in verschiedensten Konstellationen nebeneinander zu stehen und das zu trainieren, damit man auch diese Absprachen finden kann, damit man diese Kommunikation auch auf dem Feld entwickeln kann, weil das ist ja das, was häufig auch fehlt. Wenn man sich nicht fühlt auf dem Feld, man mit jemandem sich nicht so gut harmoniert, dann hängt es erstmal von einem schlechten Gefühl ab, und an diesem Gefühl kann man erst arbeiten, wenn man auf dem Feld steht und auch dann die Möglichkeit hat, miteinander zu sprechen und Konflikte zu bereinigen. Das ermöglicht dann überhaupt erst diese Entwicklungsschritte in ein Vertrauen. Und wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, dass gerade der Bereich Annahme unglaublich viel mit Vertrauen zu tun hat und mit mentaler Stärke. Und ja, ich denke, man muss sehr, sehr klar machen, dass wenn man es trainiert, dass es sehr viel darum geht, auch wirklich Konflikte hervorzurufen, die dann besprochen werden können, die gelöst werden können, auch in der Übung gemeinsam. Dann stelle ich die Frage direkt nochmal an Kai, weil du gesagt hast, so lässt sich schwer vom Profi runterbrechen, aber da Kai ja aus dem mittleren Leistungsbüro, Bereich kommt. Ja. Hast du schon mal sowas erlebt in deiner Oberliga, der Verbandsliga? Nein, ich sag mal, ich kann mir eben. Also als ich die Frage gehört habe, ist mir als erstes irgendwie so in den Sinn gekommen, warum, oder die Frage habe ich mir dann innerlich gestellt, warum gibt es denn da so eine Spannung so in dieser Bezirksliga-Mannschaft? Ich glaube, Bezirksliga war das, ne? Ja, genau. Und, ohne was unterstellen zu wollen, kam mir dann irgendwie gleich der Gedanke, ist es vielleicht eine Spielerin, die es nicht so gut kann, ne? Wie vielleicht die anderen zwei, drei. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass dann vielleicht dann auch, je nachdem vielleicht
eine Spielerin auch mal sagen kann, oh, mit der fühle ich mich nicht so sicher oder ich sage mal im Extremfall, mit der stelle ich mich nicht aufs Feld. Also kann ja alles passieren. Ne? Da bin ich dann wieder einfach so der Meinung, das muss dann auch der Trainer mit im Gespräch dann auch klären, mit individuell und auch mit dem ganzen Annahmekollektiv. Und dann eben geht es dann auch los. Man muss dann natürlich... Na gut, was für Optionen habe ich? Ich kann eigentlich die Spielerin verbessern, ja, durchs Training selbst, ja. Oder gut, man muss auch irgendwann mal sagen, vielleicht ist sie halt doch nicht so gut für die Liga, ja, je nachdem. Wäre jetzt so das Allerschlimmste, sage ich mal. Ne? Aber gibt es ja auch gerade im mittleren Bereich, ja, dass man da halt vielleicht auch die ein oder andere Spielerin oder den ein oder anderen Spieler hat, der halt von mir aus schon 50 Jahre in diesem Verein ist, ne, und kaum noch laufen kann, aber der spielt da halt noch in der Mannschaft. Ne? Und dann, aber das geht jetzt, glaube ich, das führt auch zu weit, da ist dann auch die Zielsetzung der Mannschaft wieder gefragt, was möchte überhaupt der Verein, möchte er überhaupt aufsteigen, möchte nur ein bisschen rumgurken, ne? Und das ist komplett was anderes als im Profibereich auf jeden Fall. Wie gesagt, ich wollte niemandem was unterstellen, aber mir kam ein bisschen so die Idee, passt es vielleicht von der Leistung nicht, warum das die Spielerin vielleicht nicht so gerne in der Annahme da drin steht. Kann es nur mutmaßen, das ist so mein so ein Bauchgefühl. Okay. Aber ich denke, es gibt nur zu trainieren. Trainieren und auch, ich sag mal, wie heißt der Spruch? Die Kette ist nur so gut wie schlechtes Glied. Oder ich bin da nicht mit den Sprüchen nicht so. Aber auf jeden Fall, wir sind eine Mannschaft, ja, und wir haben uns entschieden, jetzt in der Saison X zusammen da durch die Liga zu gehen. Und da müssen alle mit, ja. Und das heißt, auch jemand, der nicht so gut ist, gibt ja diverse Gründe, warum. Muss ja nicht immer nur irgendwie sein, dass man technisch nicht gut drauf ist. Kann ja auch irgendwie mal was Psychologisches, was auch immer alles sein. Und wir müssen, finde ich, in so einer Mannschaft auch alle mit ins Boot holen. Gerade in den mittleren Bereich, wo es dann halt eben, wo man kein Geld verdient, wo man halt auch vielleicht auch mehr ein bisschen so zum Spaß, zum Ausgleich auch mal hingeht. Und ich finde auch ich reite jetzt auf einer schwachen Spielerin rum, wobei ich gar nicht weiß, ob es eine schwache Spielerin ist, aber sie hat trotzdem ihre Rolle. Ja, und das ist extrem wichtig. Und ich glaube, wenn die dann auch diese Rolle bekommt, dann ist es für die ganze Mannschaft, glaube ich, auch eine Aufwertung dann. Und ich glaube, nur so geht es, neben der Technik, das mit ihr dann zu studieren, dass sie dann vielleicht eben besser annimmt. Ja. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist auch enorm wichtig, diese Rollendefinierung. Ja, man muss mit den Leuten einfach auch sprechen und mit ihnen an diesen Rollen arbeiten, damit sie auch wissen, welche Rolle ihr in dem Team dann auch irgendwann zugeschnitten ist, dass sie sich in dem Rahmen auch entwickeln können. Sind wir wieder bei diesem Punkt. Ja, Kommunikation ist so wesentlich auch von unserer Seite. Wenn wir nicht mit den Spielerinnen sprechen, gerade bei solchen Situationen, wo jemand Mühe hat oder jemand vielleicht auch einfach anders gesehen wird, weil es zwischen den Spielern manchmal hakt in dem Bereich, dann muss man da einfach aktiv daran arbeiten und auch Rollen definieren, um Wege zu finden, in denen jeder seine Aufgabe hat und sich einbringen kann und entwickeln kann. Und auch beim Profibereich in der ersten Liga ist es ja auch nicht so homogen, wie man eigentlich meint, weil die alle Profis sind. Schlichtweg ganz einfach aus dem Grunde, weil die Vereine nicht genügend Kohle haben, einfach 12, 14 Spielerinnen zu kaufen, die Top-Niveau hat, wie ich sage jetzt mal Paris Saint-Germain-Fußball zum Beispiel, ja. Und die verstehen dann, sich auch nicht dann. Und die verstehen sich auch nicht. Nur weil sie Millionen verdienen. Vergiss es. Ja, aber ne, also es gibt halt überall irgendwo ein Gefälle. Ich denke einfach, dass es im unteren Bereich natürlich dann noch gravierender dann einfach ist, weil einfach auch letzten Endes die Trainingszeit dann fehlt. Ne? Wie gesagt, Profis trainieren zweimal am Tag, die anderen zweimal in der Woche. Ne? So, ich würde die nächste Frage nehmen von YouTube. Hat ein Nutzer, Tiberius nennt er sich, gefragt, ich weiß nicht, ob die Frage schon kam, weil ich gerade erst neu dazugekommen bin, aber habt ihr generelle Tipps für die Annahme von Float-Sprungaufgaben? Er hat immer Probleme, wenn die Bälle ins Flattern kommen. Oder wegen des Flatterns. Lisa, kannst du ihm deine Tipps geben? Das hatten wir tatsächlich am Anfang schon angesprochen und sind die Dinge, die ich auch am Anfang schon gesagt hatte. Versuchen, Zeit zu gewinnen, indem ich mir ganz genau den Aufschläger angucke. Wie läuft er sie an? Wo trifft er sie den Ball? Wie ist die Flugkurve vom Ball? Und dann auch das, was Konsti immer wieder gesagt hat, früh in die Flugkurve des Balles gehen, um einfach auch den Winkel zu verkürzen. Und auch da, je früher ich in diese Flugkurve reinkomme, umso weniger Chance hat der Ball halt auch, dass er anfängt zu flattern. Deswegen sind ja auch noch die Aufschläge, die
mittlerweile fast ausgestorben sind, aber diese Floats von 5 Meter hinter der Grundlinie, die 2, 3, 4 Sekunden unterwegs sind, sind die, die am meisten flattern, mitunter. Ja, ich glaube, das ist einfach wichtig. Zeit gewinnen, genau beobachten, was macht der Aufschläger, was macht die Aufschlägerin, und dann frühes Spiel wird in den Winkel der Flugkurve so früh wie möglich reingehen. Da würde ich gerne noch eine Sache hinzufügen. Die Flugbahn bei einem Topspin-Ball ist einfach. Sie verändert sich gar nicht mehr. Und ich gebe immer den Tipp, nicht den Ball jetzt bis zur Berührung auf den Arm anschauen, aber den Ball deutlich länger anzuschauen und sich nicht dazu hinreißen lassen, einfach nur das Bild zu sehen. Denn vielleicht bewegt sich der Ball in den letzten 2 Meter vor dir, fängt er an, sich noch, endet dann noch die Richtung. Und beim Flatterball ist das Beobachten des Balles deutlich wichtiger als beim Topspin-Ball. Das finde ich eine super, super wichtige Sache, die du ansprichst. Und kann ich persönlich mega gut nachvollziehen, weil auch ich habe das lange Jahre nicht gemacht. Und dadurch, dass ich auch mal früher Tennis gespielt habe und mir Tennisspiele angeguckt habe, und Federer ist da par excellence, der guckt ja wirklich diesen Ball so lange an, bis der wirklich perfekt auf seinem Schläger ist. Und ich hatte auch einige Trainer, die gesagt haben, ja, aber du musst doch zur Zuspielerin gucken. Ich so, nee, ich muss nicht zum Zuspieler gucken. Mich kannst du 5-mal rumdrehen im Feld. Ich weiß ganz genau, wo der Zuspieler ist. Ich muss den Ball angucken. Weil das ist das Objekt, was sich bewegt, was sich verändert, wo die Zuspielerin ist. Das weiß jeder Volleyballer, egal welches Leistungsniveau, weiß das intuitiv. Dieses lange Angucken des Balles, bis er wirklich auf deinem Spielbrett ist. Und in dem Sinne ist unser Spielbrett unser Tennisschläger in dem Beispiel, um genau darauf reagieren zu können, wenn er im letzten Moment dann doch nochmal wegfloatet, kannst du dann nur darauf reagieren, wenn du den Ball anguckst. Wenn du wegguckst, woanders hinguckst, hast du keine Chance. Sehr cooler Punkt. Ich bin zu 100% bei dir. Was ich sehr interessant finde, ist aber die Frage, wie lange hast du gebraucht, bis du so weit warst, dass du genau wusstest, wo ist der Zuspieler und wo beginnt man dann in welchem Alter mit was zu arbeiten? Das heißt, man muss auch einfach die Geduld schulen, dass man vielleicht das Gefühl noch nicht hat für den Raum, aber dass man technisch korrekt arbeitet und das Gefühl sich mit der Zeit entwickelt. Ich wollte gerade sagen, dieser ist dann in anderen Bereichen vorausgerannt und hat den halt nachgeholt irgendwann. Wir, selbst Kinder entwickeln sich ja so. Das eine Kind entwickelt das zuerst, das andere entwickelt das zuerst. Und die werden sich irgendwann, wir haben trotzdem die Chance, noch auf dasselbe Niveau zu kommen. Ja, ja, da bekommt unser Trainerjob dann auch seinen ganz besonderen Charakter. Es ist ja auch, wie du aufwächst, wen du als Trainer hattest, der dir was beigebracht hat und was eher nicht. Das heißt, da bekommt dieser Trainer auf einmal eine riesengroße große Bedeutung in dem, was, und da nehme ich dann uns auch mit rein, was wir beibringen und was wir vielleicht auch nicht beibringen, dass da Spieler einfach sind, die das auch bis zu einem gewissen Alter, und auch ich musste mit 25 nochmal eine komplett neue Annahmetechnik erlernen, dass wir einfach gewisse Dinge bis zu einem gewissen Alter noch nicht gehört haben, weil wir keinen Trainer hatten, der das beigebracht hat, der selber vielleicht wusste, dass das wichtig ist und dir das mit an die Hand gegeben hat im Training. Und auch Trainer haben ja Bereiche, die sie besser können oder schlechter. Auf jeden können. Fall. Ja. So, nächste Frage würde ich sagen. Und zwar, die stelle ich jetzt direkt an Jan. Was ist ein Washdrill, wurde nämlich gefragt auf YouTube von Enzo. Was ist ein Washdrill? Versuch's mal in 3 Sätzen maximal zu erklären. In 3 Sätzen. Ein Washdrill bedeutet, dass ich ein großes Ziel habe, was ich versuche zu erreichen über Kleinziele. Und wenn ich diese Kleinziele, muss ich in den meisten Fällen in der Reihenfolge erreichen. Wenn ich allerdings das erste Ziel erreiche, aber das zweite nicht, dann falle ich wieder auf 0 und der Teilerfolg wird quasi weggewaschen. Das heißt, ich habe das große Ziel nicht erreicht, habe zwar den ersten Ball, die erste Aufgabe gelöst, ich soll 2 Bälle in Folge top annehmen, oder ich soll 3 Bälle in Folge top annehmen. Und auch wenn ich den zweiten vergeige, ist der erste Erfolg leider egal. Das nennt man ein Washdrill, ist eine Trainingsart. Okay.
Gut, kurz und knapp. So, dann hat der Dirk vorhin vor der Kaffeepause schon gefragt, sollte der Libero der Chef in der Annahme sein und die Ansagen machen? Ich tippe mal, Jan, du hast es vielleicht noch als Punkt auch auf deiner Liste hoffentlich, oder? Das beantworte ich nicht, weil meine Meinung kennen mittlerweile die Leute, die häufiger zuschauen. Das wollte ich auch nicht. Ich wollte auch nicht, dass du die beantwortest. Von daher. Aber bitteschön. Das Konsti, mich auch fang immer. Mal an. Mei, es hängt grundsätzlich mehr Ja als Nein, wie Kai ganz am Anfang mal gesagt hat. Aber es hängt auch unglaublich damit zusammen, welche Qualitäten mein Libero auch mit sich bringt und in welchen Bereichen er vielleicht auch spezialisiert ist. Ein Libero kann auch eher ein Abwehrlibero sein und im Abwehrbereich hervorragendes leisten und ist vielleicht aber eher ein ruhiger Typ. Am Ende haben wir ja immer noch System und es geht darum, vielleicht habe ich sogar einen Annahmespieler, der gerade im Annahmebereich nochmal exzellent glänzt und da vielleicht mehr auch unterstützen oder sogar übernehmen kann. Ich würde da sagen, dass das schon unglaublich an der eigenen Zusammenstellung der Mannschaft auch zusammenhängt, aber im expliziten Libero-Training und in der Ausbildung des Liberos würde ich es natürlich als einen wesentlichen Punkt mit hineinnehmen, dass ich das schon schulen würde und das versuchen würde zu pushen und auch ich sag mal, diese Entwicklung als einen wesentlichen Teil dazu zu nehmen, diese Persönlichkeitsentwicklung, die der Rolle zugeschnitten ist, für die Verantwortungsbereiche, die man später auch übernehmen muss. Bei mir ist es auch so, dass eigentlich der Libero eine ganz wichtige, spezielle Rolle auch bekommt. Also erstmal kommuniziert ganz klar von der Erwartung des Trainers an diese Spielperson. Die dann auch wirklich, also zumindest geht es nur mal von meiner Mannschaft oder auch von dem aus, was ich mir da so vorstelle, und es klappt auch ganz gut bei uns, dass sie da auch wirklich so eine Grundstütze ist auf dem Feld, in der Annahme und in der Abwehr. Also ich spiele jetzt nur mit einer Libero. Ich kriege auch dann Feedback natürlich von den Annahmespielerinnen wieder, die dann einfach sagen so, ey, ich habe da eine Libera, der kann ich vertrauen so. Die weiß, was da abläuft. Die teilt, auch wenn es nur Nuancen sind, wie gesagt, vorhin schon. Ne? Mach mal irgendwie vielleicht die Schulter oder stell dich mal ein bisschen, ne? Oder geh mal einen Schritt nach vorne noch bitte und so. Und das sind dann irgendwann auch so, ich sag mal, ganz wichtige Automatismen, die aber einfach nur durchs Üben und nochmals üben und auch ganz oft einfach auch nicht gut üben und viele Fehler machen und die dann irgendwann entstehen. Und es geht nur dann einfach, wie ich es auch vorhin bei der Mixed-Mannschaft gesagt habe, ihr müsst da alle zusammen kollektiv da durch, ja, und ihr müsst da den Weg gemeinsam gehen, ihr werdet da auch dann in der Annahme mit der Libera, sage ich mal, bei mir als Chef im Ring sozusagen, ja, werdet ihr da auch eine Einheit bilden müssen und das werdet ihr auch dann gut hinkriegen und deswegen ist für mich die Libera extrem wertvoll und wichtig. Kann ich auch absolut nur unterstreichen und für mich gehört das zu dieser Rolle mit dazu und ich denke, dass der Libero oder die Libera der Annahme- und Abwehrchef sein sollte von der Rolle her, auch einfach, weil sie oder er vom Volleyballspiel her und von der Position her einfach auch die Möglichkeit und die Kapazität hat, da Energie reinzustecken. Weil im Vergleich zum Beispiel mit so einem Außenangreifer, Außenangreiferin ist komplett busy. Die sind nur Sachen am Machen und ich konnte das selber an meinem eigenen Leib feststellen, als ich mal für ein paar Spiele in der zweiten Liga Außenangreifer gespielt hatte und gedacht habe, ich muss so viel machen und ich bin in jeder Aktion drin und du hast kaum Zeit, irgendwie mal in Ruhe zu denken, während du auf der Libero-Position schon mal die Möglichkeit hast, besser zu beobachten, einfach mal mehr Zeit hast, auch mal nicht in jedem Ballwechsel angespielt wirst, da einfach auch die Kapazität hast, solche Sachen besser zu beobachten und solche Sachen zu organisieren. Dann musst du aber natürlich, ganz wichtig ist, dass du guckst, was hast du da für einen Spieler. Und wenn man sich so eine Spielerentwicklung im Volleyball anguckt, dann fängt das an mit ich und der Ball. Und drumherum siehst du nichts. Und irgendwann wird der Spieler, die Spielerin besser, du hast mehr Erfahrung, dann siehst du, okay, ich und der Ball und meine Mitspieler oder die auf meinem eigenen Feld. Und du hast einen Blick, was passiert um mich herum noch, wie bewegen die sich. Dann irgendwann kommt der nächste Step, dass du sagst, okay,
ich und der Ball, meine Mitspieler und der Gegner. Dann fängst du an, einen Blick dafür zu entwickeln, was auf der anderen Seite passiert. Dann hast du erst eine Möglichkeit, dass du auch anfangen kannst zu organisieren. Und wenn du jetzt eine super, super junge Libere hast, die eigentlich nur mit sich selber und mit dem Ball beschäftigt ist und der von Anfang an anfängst aufzuladen, dass sie das alles organisieren soll und dass sie auch erfahrene Spieler rumschieben soll, das ist, glaube ich, einfach schwierig, weil das in dem Moment zu viel ist für die junge Spielerin, die eigentlich nur mit sich selber beschäftigt ist. Das heißt, in so einem Fall, ja, die Ausbildung und die Entwicklung dahin sollte immer stattfinden. Aber da ist wirklich meine Erfahrung, meine Herangehensweise, gib ihr erstmal eine erfahrene Spielerin, die du in deiner Mannschaft hast, mit an die Hand. Lass die zusammen das organisieren und sie langsam in die Rolle reinwachsen. Weil ich glaube, nur so lernt sie auch damit einen positiven Umgang und einen Wert in dieser Rolle. Und wenn, ich glaube, wenn du von Anfang an damit überfordert bist, dann haben wir eher Leute, die dann sagen, nee, will ich nicht mehr, tschüss Volleyball. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, dass du guckst, was hast du für Leute, was hast du für ein Spielerpotenzial, um die langsam an diese Aufgabe heranzuführen. Aber ein absolutes Ja für mich sollte der Libero, die Libera diese Rolle der Organisation, der Annahme und der Abwehr einnehmen. Da ist man noch ganz schnell an dem Punkt extrovertiert oder introvertiert. Wir hätten gerne den extrovertierten Libero, die extrovertierte Libera. Ich weiß, vor langer Zeit, weil ich mich mit dem Libero auseinandergesetzt habe, gab es mal einen Artikel in der Volleyball-Zeitung, da hieß es, naja, der Libero kann auch introvertiert sein, wenn die anderen Spieler alle die extrovertierten Supermänner sind. Dann kann er gerne auch diese Rolle einnehmen, solange er fachlich dann die Abwehr, Feldabwehr, die Annahme führen kann, ist das auch alles kein Problem. Also er muss nicht der Schreihals sein. Aber diese Führungsspieler, ich finde das mal ganz schnell bei der Kuh- und Springpferd-Diskussion. Wenn ich Jugendliche sehe, die schon in ihren Mannschaften kein Problem haben, Ansagen zu machen, dann sind das natürlich Leader, schon einfach ganz von alleine. So, und wenn ich die dann zum Zuspiel machen kann oder die zum Libero machen kann, habe ich natürlich Bombenvoraussetzungen. Wenn die das auch noch können, dann. Wenn sie auch noch Talent haben, das kommt ja noch dazu. Mhm. Stefan, wir haben damals auch in Köln beim FC Wilhelmshorf gespielt, ne? Und da gab es dann jetzt in der ersten Drittligasaison gab es, also es gibt den Tim Burwitz, der macht dort den Libero und der war aber verletzt. Und dann gab es den Christian Großmann, der hat dann die Libero-Position übernommen, haben beide schon erste Liga gespielt. Und der Tim, der war immer einer, der, sag ich mal, das weiß ich noch selbst, als ich mit ihm auf dem Feld stand, wenn da irgendwas nicht lief, der hat den Leuten die Köpfe runtergerissen. Der Steffen lacht schon, weil der kennt ihn auch ganz gut. Also da war immer High Voltage. Ne? So. Und der Christian, der ist ein ganz, ganz ruhiger Typ, der die Sache ganz anders angegangen ist, wie ich das dann beobachtet habe. Mit ihm habe ich nie selbst zusammengespielt. Alles in allem finde ich, und darauf möchte ich hinaus, hängt letzten Endes nur von der Qualität auch des Spielers dann ab, finde ich. Ob der jetzt introvertiert oder extrovertiert ist. Man muss immer wissen, was zur Mannschaft passt. Die Wahl des Liberos ist extrem sensibel, finde ich. Nicht jeder Spielertyp passt. Aber ich glaube, wenn über allem die gewisse und enorm gute Qualität steht, dann kann er sowohl als auch sein. Aber es muss mit der ganzen Mannschaft dann halt einfach auch funktionieren. Sonst hilft der beste Libero nichts. Gut. Ich würde nochmal ein paar Fragen, die inzwischen aufgekommen sind. Ich versuche das jetzt mal. Das sind der Klassiker, 10 vor 10. Ja, deswegen, wenn es möglich ist, kurz und knapp antworten, damit wir auch alle noch schaffen. Ich fange mal an, der Stefan hat nämlich mehrere Fragen direkt geschrieben auf YouTube. Was sind aus eurer Sicht die kompliziertesten Annahmerotationen bzw. Aufschlagssituationen? Nochmal. Was sind aus eurer Sicht die kompliziertesten Annahmerotationen bzw. Aufschlagssituationen? Läufer 4. Lisa, Konsti, habt ihr ähnlich? Also hängt wieder von der Qualität deiner Annahmespieler an. Wenn du wenn du verschiedene Rollen hast in deiner Mannschaft, dass du einen schwächeren Annahmespieler hast, dann möchtest du den vielleicht auf gewissen Positionen nicht so gerne so häufig sehen.
wie beispielsweise, dass manchmal die Schwäche auf Position 1 da ist und dann versuchst du in Rotation jemanden von der Rotation wegzuhalten, wo er zweimal auf der 1 steht, mit Läufer 1 und Läufer 6. Und wechselst entweder die Rollen oder du machst den Läufer 1 zu einem Läufer, dass sich das Ganze verschiebt und der Libero wiederum auf 1 steht. Ja. Okay, dann hat er noch gefragt, auf welche Anpassung legt ihr Wert? Das kann ich nicht ganz so, könnt ihr das beantworten? Also ich kann es jetzt nicht so deuten, auf was er da Bezug nimmt. Wahrscheinlich auf die komplizierten Annahmerotationen. Ja, es kommen noch mehr. Das sind so mehrere Fragezeichen. Die jetzt also generell Anpassung finde ich das Allerwichtigste ist, es muss auch zum einen von der Libera oder von den Annahmen im Riegel oder auch vor allem vom Trainer, ja, muss es dann auch kommen, dass wenn ich beispielsweise beobachten, auch im mittleren Segment oder mittleren Leistungsbereich ganz oft, die stehen da auf 7 Meter und wundern sich, warum das dann irgendwie ein Ball auf 4 Meter reinfliegt, ne, im Aufschlag. Und dass man halt da sofort, also wenn man dann sieht, da fallen 5, 6 Bälle immer, es passiert nichts, es passiert irgendwie immer nur das, dass da ein Ball unten reinfällt, dass man da sofort sich anpassen muss und sagen, also auch wenn ich es mal nicht schaffe zu beobachten von mir aus, dass ich aber auch sage, so hey, komm, jetzt macht die das nochmal, dann bitte geht mal von vorne und arbeitet, ist ja generell nichts Neues, arbeitet euch von vorne nach hinten immer mit dem Ball natürlich. Ne? Das finde ich als allerwichtigste Anpassung, ja. Und dann vielleicht noch den Annahmeriegel kann man ja auch noch verschieben. Es gibt auch Möglichkeiten, zum Beispiel zu sagen, komm, wir bieten jetzt mal der Aufschlägerin beide Linien an und wir gehen kompakt in die Mitte, whatever. Gibt es ja Dutzend verschiedene Beispiele. Das, finde ich, sollte man schon schnell machen. Und wenn es das Team nicht macht, vielleicht gerade im mittleren Segment, wo auch eine Libera vielleicht nicht gerade, ne, weil die Außenannahme schon 50 Jahre, wie gesagt, im Verein ist und der Boss im Ring in dem Fall, dann muss das ja unbedingt ein Trainer machen, meiner Meinung nach. Ja, manchmal ist es einfach nur, das zu verändern, was der Aufschläger sieht. Das ist ein ganz altes Thema, es funktioniert immer mal wieder. Was ich mir als Libero angewöhnt habe, ich gucke, wenn wir Aufschlagannahmen machen oder eben dann nachher nach dem Einschlagen auf die letzte Minute, gucke ich, was kommt von drüben, von welchen Personen für Aufschläge kommen. Floater kommen, Topspin. Und dann weiß ich als, wir haben es ja gerade schon gesagt, Libero-Chef ungefähr, was kommen jetzt für Aufschläge. Sieht man ja spätestens mit dem Anwurf. Und sagt dann so, hey, jetzt einen Schritt noch schnell nach vorne oder einen Schritt zurück, um die Floater oder den Topspin zu nehmen. Das finde ich immer noch ganz wichtig. Dann war noch ein weiterer Bestandteil seiner kombinierten Frage, nenne ich es mal. Welche Mindestziele soll die Annahme für den Zuspieler erreichen? Isa. Also jetzt ist Interpretationsspielraum, glaube ich, was er jetzt genau damit meint. Ich würde die Frage so beantworten, dass es abhängig ist vom Aufschlag und vom Aufschlagrisiko. Wenn da wirklich eine Granate rüberkommt, dann sage ich meinen Annehmerinnen immer, ich bin damit zufrieden, wenn wir den Aufschlag gut kontrollieren, hoch auf 3-Meter-Linie, sodass wir auf jeden Fall 3 Optionen haben, die wir spielen können. Und dann ist für mich in der Situation die perfekte Annahme einfach die wir in unserem Feld kontrollieren und das ein bisschen von Annahmerisiko abhängig machen, während wenn, was nicht so häufig passiert, aber ein Keks zu uns rüber geflogen kommt, der sollte dann schon perfekt vorne ans Netz gespielt werden, dass wir 3, 4 Optionen als Angreifer auf jeden Fall haben. Die Ziele in der Annahme sind für mich vom Aufschlagrisiko abhängig. Ja, er hat jetzt so formuliert noch in der Zusatzfrage darunter, auf welche Präzisionskriterien verzichtet ihr als erstes, um eine sehr hohe Rate zur guten Fortsetzung zu gewährleisten? Das ist genau also, das, was Lisa gesagt hat. Das ist genau das eigentlich, was du jetzt noch gesagt hast. Also ich denke mal, dann haben wir die komplexe Fragestellung mit mehreren Fragen ganz gut beantwortet. Vielleicht daher auch noch der Aufruf, wir haben jetzt noch knapp 7 Minuten. Wenn ihr noch was wissen wollt, nutzt die Chance für unsere Experten hier, um Rat und Tat zu bekommen. Ja. Lasst gerne auch noch Likes und magt dich da auf YouTube und auf Facebook. Es gibt auch inzwischen, habe ich gesehen, bei Facebook die Sterne-Versendung. Da könnt ihr jetzt quasi auch so ähnlich wie Spenden auf PayPal senden. Probiert die gerne mal aus. Ich habe die auch noch nicht gesehen. Das ist auch das erste Mal heute. Ich habe sie auch gerade gesehen, deswegen habe ich sie einfach ausprobiert. Ja, ich bin mal gespannt, was dann am Ende da passiert. Genau. Ansonsten, Jan, hast du noch
in deinen Programmpunkten noch Fragen? Ja, absolut. Ich würde ganz gerne noch, wir haben noch ein paar Minuten, wenn die Fragen nicht jetzt da sind. Video-Delay. So, ist in aller Munde. Es gibt immer noch Trainer, die sagen, ja, ich plane damit mal zu testen. Finde ich ziemlich töricht, das noch nicht zu benutzen. Die Leute sehen sich in der Annahme immer nur als so klein, nämlich auf dem Video. Und gerade im Video-Delay, man sieht sich nie in Großaufnahme. Außer, was weiß ich, man hat eine Aufnahme von Sport 1. Das haben die wenigsten. Nutzt ihr Video-Delay in der Annahme? Und wie, mir geht es jetzt wieder um Organisationsform, wie würdet ihr das am besten tun? Denn ich kann ja nicht annehmen, schnell hinlaufen, mir die Wiederholung anschauen, wieder und wieder zurück und dann die nächste annehmen. Arbeitet ihr damit, beziehungsweise, ich gehe davon aus, und wie macht ihr das organisatorisch? Also ich fange mal an. Wir arbeiten mit Video-Delay und zwar auch schon in den letzten 3, 4, 5 Jahren. Wir haben den riesengroßen Luxus, dass wir zwei riesengroße LED-Bildschirme in der Halle haben. Da ist das Ganze dann auch ein bisschen größer drauf. Wir haben meistens einen Delay eingeschaltet von 3 Sekunden, wo man dann, wenn es wirklich einzelne Annahmeübungen sind oder wo man 2, 3 Wiederholungen mal macht und dann Pause hat, schon gucken kann, was habe ich in den letzten Annahmen gemacht, beziehungsweise auch wenn es nicht darum geht, ich sag mal, so diesen Rapid-Fire-Drill zu machen, wo wirklich ein Aufschlag nach dem anderen, zack, bam, bam, bam kommt, dass du schon immer einmal kurz die Zeit hast zu gucken. Wo ich aber gerade, wenn es um Annahmetechnik geht und genau hingucken auf Bewegungsabläufe, noch ein viel, viel größerer Fan von bin, ist Coach's Eye, wo man wirklich dann das Video hin und her schieben kann und du genau jeden einzelnen Schritt, jeden einzelnen Step dir angucken kannst. Finde ich für solche Details noch viel, viel besser. Aber Video-Delay gibt halt die Chance über ein schnelles Video, was halt 3 Sekunden verzögert bei uns läuft. Man kann auch alles einstellen, was man möchte, gibt es auch länger verzögert. Einfach mal einmal kurz ein Feedback an die Spielerin gibt. Ich habe mich jetzt so gefühlt, wie sah es denn auf dem Video aus, dass die einmal eben selber gucken können. Ich finde, Innen- und Außensicht unterscheidet sich in der Annahme in den Köpfen der Leute wahnsinnig. Ganz, ganz häufig. Also nicht nur in der Annahme. Wir haben eine Mittelblockerin, die immer felsenfest der Überzeugung ist, sie blockt voll Richtung 5 und sie ist stumpf gerade. Konsti, wie setzt ihr das ein? Ihr setzt das sicherlich auch im Komplexspiel ein. Was ist mit Videodelay in Großaufnahme, Einzelspieler? Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wir haben es tatsächlich in den letzten Jahren nicht, wir haben es schon benutzt, aber sehr, sehr selten. Wir haben es in gewissen Phasen mehr benutzt, in gewissen Phasen weniger. Wir haben Beamer aufgestellt, trotz LED-Wand, um das Ganze einfach ein bisschen näher am Feld zu haben, dass man auch, ich sag mal, selbst auf der LED-Wand, je nachdem wie gut die ist, siehst du nicht immer alles oder du hast noch gewisse, ich sag mal, grafische Schwierigkeiten dabei. Du kannst mit einem Fernseher und einem Beamer zum Beispiel auch ein Apple-TV-Gerät anschließen und kannst so ein Video-Delay vom iPad oder eine Verzögerungsaufnahme vom iPad aus Großaufnahme dann, wenn du direkt daneben stehst, auch über Apple TV auf den Beamer oder auf das Fernsehgerät streamen, so dass man immer kurz aus dem Feld rauslaufen kann, sich anschauen kann und direkt wieder rein kann und sich um wieder versuchen, was zu verändern. Gibt einfach ein bisschen ein größeres Bild dann wieder, als vielleicht, wenn man einfach nur eine Kamera hinter dem Feld aufgestellt hat, über die man ein Delay einrichtet. Ja, ich kann dazu noch sagen, man kann es halt auch nur mit dem Tablet machen. Und wenn man das Video-Delay dann als einfach organisatorisch auf 40 Sekunden einstellt, dann kann man auch 4, 5, 6 Annahmen in Folge machen. Und dann geht der Spieler raus, schaut sich 4, 5, 6 Annahmen in Folge an, während der nächste wieder annimmt. Mhm. Also von diesen Großaufnahmen, Coaches Eye, Lisa, unbestritten, super Tool, schon immer, gibt es auch von Huddle, gibt es viele verschiedene Versionen, die es da alles gibt. Aber wie gesagt, wenn man dieses Delay sehr lange einschaltet, kann man auch mehrere Aktionen in Folge anschauen. Und große Fernseher sind heute mittlerweile auch nicht mehr so selten. Und viele Leute schmeißen ihre Fernseher ja auch immer wieder raus, weil sie dann 4K und 8K und 10K haben wollen. Also teilweise kriegt man sowas auf eBay schon, so ein 55-Zoll-Fernseher schon für kleines Geld, das vielleicht auch ein Verein sagt, oh Gott, für die 80 Euro stelle ich
den uns in die Halle rein. Und dann ist es wirklich ein kleiner Aufwand. Konstantin, Apple TV, ne, habe ich von jedem iPad, habe ich das Ding dann direkt auf dem Fernseher und an der Seite. Ja, sehr gut. Ich denke, man darf da auch nie vergessen, sobald wir, ich finde Coach Style super, aber wenn ich allein in der Halle bin, bin ich automatisch in dem Moment, in dem ich den Spielern dann auch was anschaue, plötzlich weg und weiß nicht, was dann bei den anderen auf dem Feld passiert. Also ich brauche immer jemanden noch extra, der halt sich damit beschäftigt, dann die Leute zu filmen und kann schwer einfach nur ein Gerät hinstellen und das automatisiert laufen lassen. Bin ich absolut dabei. Der operative Trainer kann nicht Coaches Eye machen. Das geht nicht. Das schöne Beispiel aus dem Hallencamp mit Stefan. Da hat jedes Feld hat seinen operativen Trainer, der das Training macht. Und dann läuft der Head Coach tatsächlich mit Coaches Eye, Tablet, wie auch immer, durch die Gegend und holt sich die Leute raus. Also du brauchst wirklich einen zweiten, du brauchst jemanden, der dein Training macht, damit du mit Coaches Eye in Ruhe arbeiten kannst. Also das ist vom Ablauf ist das einfach ein guter Tipp. Sonst vernachlässigst du dein Training, was du gerade gesagt hast. Die anderen gucken dich irgendwann an, dann bist du zu tief drin in der Materie und findest das voll toll und überhaupt und arbeitest mit dem Spieler X und die anderen gucken dich irgendwann an und sagen, ja und jetzt? Das ist schwierig. Ja. Kai, du bist auch so ein Technikmensch. Was hast du für Erfahrungen damit? Ja. Tatsache ist wirklich gerade das, was du auch gemeint hattest. Ich bin alleine mit meinen Mädels und da habe ich eben nicht die Möglichkeit, mit einer Spielerin dann da noch immer individuell dann das anzugucken. Aber was auf jeden Fall Standard ist, wir nehmen Trainingssessions auch auf, beziehungsweise wenn es, sage ich mal, eine gewisse Zielübung gibt, ich sage jetzt einfach mal aus K1 irgendwie erstes Tempo oder aus dem Dankeball, was auch immer, dann nehmen wir da diese Zeit, die wir in diesen Übungen machen, auf jeden Fall auch auf und ich stelle es auf einen internen, also so einen privaten YouTube-Channel hoch, lade den Link dann nach oben und hoffe doch auch, dass alle dann schön das angucken, beziehungsweise ich wurde auch oft schon gefragt, ich finde dieses Visualisieren, was man da so macht, ne, als Spieler, Spielerin, das finde ich unheimlich wichtig. Man muss wirklich sich selbst sehen, weil man sagte, bestes Beispiel, ja, ich blocke jetzt hier schon schön, ne, und ist schön stabiler Block, aber nee, du fliegst gerade hinter die Antenne raus, ich sage jetzt mal übertrieben, ja, oder ja, Annahme, klar, natürlich, ich stehe da sehr, sehr kompakt und passt auch alles, ja, aber nee, gar nichts kompakt, ja, also, ne, so fiktive Beispiele und das erkennt man im Video, in der Videoanalyse richtig gut und jetzt zum Beispiel bei Testspielen, was wir jetzt auch gerade gestern gemacht haben, Da nehme ich mir dann auch die Zeit und schneide dann die Sequenzen, die mir wichtig sind, auch raus. Und da müssen wir uns dann halt dann auch einfach treffen und werden uns das dann auch gemeinsam anschauen, ja, dass wirklich auch alle da Bescheid wissen. Und tatsächlich habe ich jetzt auch mal am Testspiel gestern das Delay dann auch ausprobiert, habe es auf 5 Sekunden gestellt gehabt. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Ich hatte dann mit dir, Jan, ja auch schon die Woche drüber gesprochen. Ja, inwieweit ist es denn vielleicht, ich sag mal, in so einer Oberliga, Regionalliga oder so, ist es irgendwie vielleicht zu übertrieben, sowas zu machen? Aber eigentlich denke ich irgendwie, Mensch, jeder läuft mit seinem Handy draußen rum und fotografiert die halbe Welt und sieht die Welt noch nicht mal mit eigenen Augen mehr, ja? Warum soll man diese technische Sache nicht nutzen? Kostet nichts groß, ne? Funktioniert einwandfrei. Also ich muss sagen, ja, kann man machen, aber als einzelner Trainer dann schwierig. Ja. Steffen, hast du noch was? Dann sind wir bei Punktlandung. Nee, ich würde sagen, dann nehmen wir doch die Punktlandung an. Absolut. Ich bin mal wieder begeistert und das sage ich nicht einfach so. Ich finde das einfach total großartig und ich fühle mich wieder bestätigt. Ich lerne auch jedes Mal was dazu, das erzähle ich nur niemand, das finde ich immer super. Ganz, ganz großartig. Lisa, Kai, Konstantin, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche Lisa und Konstantin das Beste in ihrer Headcoach-Saison, die jetzt kommt. Wenn ihr gegeneinander spielt, halte ich mich raus. Das dauert noch. Das dauert noch. Ich weiß, ihr fangt nächste Woche, glaube ich, an. Oder am 6. oder irgendwas geht das los. Ja, Mittwoch. Kai, viel Erfolg weiterhin. Und ich würde sagen, nutzt Technologien auch in ganz im Allgemeinen. Nutzt solche Technologien. Man hat nämlich auch mit diesem Video-Delay, was das Einzige, was du gerade erzählt hast, ich filme ein Training und lade es bei YouTube hoch. Natürlich, also
ungelistet heißt das. Das heißt, nur die, denen du den Link schickst, können das gucken. So, du schickst das deiner Mannschaft. WhatsApp-Gruppe hat jeder. So, natürlich gucken sich das nicht alle an. Aber die, die Bock haben, die gucken sich das an. Und für dafür lohnt sich das schon. Absolut. Und deswegen, das würde ich sagen, macht das in der Kreisklasse. Es ist, wenn ihr darauf Bock habt und die Möglichkeiten habt, ihr werdet immer einen Spieler, eine Spielerin haben, die euch dankbar dafür ist. Und das finde ich einfach großartig. Deswegen bitte machen, 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 machen. Ja. Ja, Steffen, ich bin durch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke, dass ich da sein durfte. Danke. Ja, wir sehen uns wieder am, Überraschung, ersten Sonntag im November. Das Thema ist natürlich wieder ganz geheim. Das machen wir dann. Steffen, deine letzten Worte. Ja, meine letzten Worte. Auch von mir ein fettes Dankeschön an euch drei, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt, hier das Format wieder bereichert habt mit eurem Wissen und Erfahrung. An euch Zuschauer da draußen, vielen Dank an über 75 Zuschauer, die wirklich zeitgleich live waren auf unseren drei Plattformen. Das macht auch immer für uns den Ansporn, da immer weiter und weiter und weiter zu machen. Erzählt es aber auch gerne noch weiter an Trainer, Trainerkollegen oder auch euren Freunden, was hier für tollen Input gibt, damit wir vielleicht auch noch Leute erreichen, die wir noch nicht erreicht haben. Das wäre mir noch ein ganz tolles Anliegen. Und ansonsten würden wir uns natürlich immer über Unterstützung in Form von Spenden oder so freuen, um einfach auch die Kosten ein bisschen wieder reinzukriegen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns Anfang November beim nächsten Volleyball-Freak-Trainer-Talk mit Jan und doch den noch geheimen Gästen und Thema. Ich kneife jetzt ab und sage ciao. Ja. Vielen Dank.